Hoher Gemeinderat, werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marktgemeinde, meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich darf die heutige Gemeinderatssitzung vom 23. September 2024 um 18.30 Uhr eröffnen und mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre Mitwirkung bedanken. Ich darf auch Günter Schreibmeier vom KÖTMAU-TV begrüßen, der die heutige Sitzung wieder aufzeichnen und anschließend im Internet für alle zugänglich machen wird. Bevor wir in die Tagesordnung eingehen, darf ich die Gelegenheit nutzen, um Gemeindevorstand Martin Kundert, seiner Gattin Barbara und den stolzen Brüdern herzlich zur Geburt ihrer Tochter Eleanor am 17.09. zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch und ich hoffe im Sinne der kinder- und familienfreundlichen Gemeinde, dass viele Mitglieder des Gemeinderates und der Bevölkerung diesem Beispiel noch folgen mögen. Weiters darf ich auch in diesem Rahmen alle Anwesenden ersuchen, sich von ihren Plätzen zu erheben, um eine Gedenkminute abzuhalten. Wir gedenken Altbürgermeister und Ehrenringträger Gerhard Stangl, der am Freitag, dem 23. August 2024, unsere Welt verlassen hat. Als Bürgermeister der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen hat er in den 14 Jahren seiner Amtszeit und auch als zweiter Vizebürgermeister maßgeblich die Entwicklung unserer Marktgemeinde mitgestaltet und geprägt. Gerhard Stangl war insgesamt 28 Jahre lang Mitglied des Gemeinderates und 10 Jahre lang Abgeordneter zum Kärntner Landtag. Für seine Verdienste um die Marktgemeinde wurde Altbürgermeister Gerhard Stangl am 1. August 2021 der Ehrenring der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen mit Festansprache durch Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser verliehen. Die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen drückt allen Hinterbliebenen auch auf diesem Weg noch einmal ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. Wir werden unseren verdienten Altbürgermeister und Ehrenringträger in dankbarer Erinnerung bewahren. Danke. Ich darf Sie ersuchen, die Plätze wieder einzunehmen. Und vor dem Eingehen in die Tagesordnung Amtsleiter Jürgen Demmesl ersuchen, die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit festzustellen. Herr Vizebürgermeister Zankl-Georg, Herr Vizebürgermeister Zebedin Christoph, Frau Gemeindevorständin Christina Batterer, Herr Gemeindevorstand Martin Kundert sind anwesend. Herr Gemeinderat Turner Wolfgang lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Herrn Hohenwarter Christian, der noch nicht angelobt ist. Herr Gemeinderat Thomas Dabringer, Herr Gemeinderat Jakob Dürner, Herr Gemeinderat Reinhard Kircher, Frau Gemeinderätin Monika Ploner, Frau Gemeinderätin Katja Unterrassinger und Herr Gemeinderat Gabriel Seiwold sind anwesend. Herr Gemeinderat Klaus Weistritzer lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Herrn Eineter Elias. Frau Gemeinderätin Marlena Kreimel ist anwesend. Herr Gemeinderat Martin Warmuth lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Herrn Ingenieur Lehrer Michael, der ebenfalls noch nicht angelobt ist. Gemeinderat Christopher Keppold lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Frau Winkler-Christa. Herr Gemeinderat Jakob Lusser, Frau Gemeinderätin Sabrina Kogler, Herr Gemeinderat Christian Kogler, Frau Gemeinderätin Nicole Kressel, Herr Gemeinderat Patrick Seibold, Herr Gemeinderat Stefan Dohlinger sind anwesend. Herr Gemeindevorstand Robert Aneter lässt sich entschuldigen und das Ersatzmitglied lässt sich ebenfalls entschuldigen. Gut, danke. Damit darf ich den Punkt Angelobungen vor den Tagesordnungspunkt 2 setzen. Herr Amtsleiter, bitte die Gelöbnisformel und die Niederschriften. Hohenwarter und der Herr Ingenieur Lehrer. Bitte uns alle wieder zu erheben. Ich gelobe der Verfassung der Republik Österreich und dem Lande Kärnten Treue zu halten, die Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Ich gelobe. Bitte zu mir zu kommen und zu unterschreiben.
Dankeschön. Damit können wir uns wieder setzen. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Bestellung der Protokollprüfer. Als Protokollprüfer darf ich Herrn Gemeinderat Reinhard Kircher und Herrn Gemeinderat Patrick Seiwold bestellen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3, Genehmigung der Tagesordnung. Die Tagesordnung ist den Mitgliedern des Gemeinderates schriftlich zugegangen. Gibt es gegen die Tagesordnung Einwände? Sehe ich nicht. Dann darf ich um Genehmigung der Tagesordnung ersuchen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Ebenfalls darf ich der Form halber wieder um Genehmigung ersuchen, die heutige Sitzung aufzuzeichnen und anschließend online zu stellen bzw. über das örtliche Kabelfernsehen auszustrahlen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4. Fragestunde. Diese entfällt, da innerhalb der Frist keine Frage eingelangt ist. Und damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, Bericht des Bürgermeisters. Ich darf einige Berichte vortragen, und zwar zum einen zum Thema Sperre Blöckenpass berichten, dass die Arbeiten auf italienischer Seite des Passes über die Sommermonate schon durchgeführt wurden und es nach wie vor die Auskunft gibt, dass im Laufe des Jahres 2024 mit einer Öffnung zu rechnen ist. In der vergangenen Woche haben wir aus den Medien erfahren, dass auch auf österreichischer Seite des Passes mehrere Teilstücke des Straßenbelages im Laufe des Herbstes saniert werden. Das ist sehr zu begrüßen, auch wenn es doch befremdlich ist, dass es zu diesen Maßnahmen keine Vorankündigungen außer den bewilligten Verkehrsbeschränkungen gibt. Alles in allem ist es nach wie vor sehr schwierig, zu Informationen über den weiteren Verlauf zu kommen. Es wurden auch Versuche unternommen, für September eine weitere Informationsveranstaltung einzuberufen. Leider konnten die zuständigen Vertreter auf Landesebene dazu nicht gewonnen werden. Es soll allerdings Ende Oktober ein Treffen der Kärntner Landesregierung mit italienischen Vertretern in Rom geben, wo weitere Gespräche angekündigt wurden. Auch zu der Anfang April zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe, die innerhalb von 6 Monaten die Varianten prüfen wollte, gibt es derzeit keine offiziellen Ergebnisse. Da die 6 Monate mit 4. Oktober vorbei wären, rechne ich doch, oder wir hoffen darauf, mit entsprechenden Informationen in den nächsten Wochen rechnen zu können. Eine von Seiten der Marktgemeinde und privater Partner in Auftrag gegebene Studie über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Straßensperre wird ebenfalls in 2 Wochen fertiggestellt und sodann veröffentlicht. Wie bereits berichtet, wurde vor dem Sommer die Cities-App vorgestellt und online gestellt. Bei mehreren Veranstaltungen wurden Unternehmen und Vereine der Gemeinde informiert und eingeladen, diese Plattform zu nutzen. Das Serviceteam des Anbieters hat auch mit vielen Firmen und Vereinsfunktionären Einzeltermine wahrgenommen und der Start der Plattform war sehr erfolgreich. Innerhalb von knapp 3 Monaten sind rund 100 Unternehmen und Vereine auf Cities aktiv und über 800 Nutzerinnen und Nutzer haben sich bereits angemeldet. Derzeit wird auch die neue Homepage der Marktgemeinde ausgearbeitet und soll ebenfalls im Laufe des Herbstes die alte Homepage ersetzen. Damit hat die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen einen wesentlichen Mehrwert im Bereich der Bürgerkommunikation und Vernetzung der heimischen Bevölkerung geschaffen und wird dies auch weiter ausbauen. Und danke an alle Beteiligten in diesem Zusammenhang. Rückblickend darf ich auch über einen sehr bunten und musikalischen Sommer in Kötschach-Mauthen berichten. In den Monaten Juni und Juli fand ein Bezirkskonzert der Militärmusik Kärnten am Hauptplatz in Kötschach statt, bei dem über 600 begeisterte Zuseher anwesend waren. Herzlichen Dank an die Mitglieder der heimischen Feuerwehren für die Unterstützung als Fackelträger beim Zapfenstreich und auch an die Bereitschaft seitens der anliegenden Unternehmen und der Vertreter des Bauernmarktes, dass an diesem Tag auch der Bauernmarkt und das Late-Night-Shopping begleitend angeboten werden konnten. Gratulation auch an die heimischen Trachtenkapellen, sowohl mit der Ausrichtung des Bezirksmusikertreffens durch die OTK in Kötschach als auch mit dem 100-Jahr-Jubiläum der Trachtenkapelle Mauthen wurden der heimischen Bevölkerung aber darüber hinaus mehrere großartige Veranstaltungen geboten. Am vergangenen Freitag wurden in der IPK die Karnischen Werkstätten feierlich eröffnet und im Zuge des Tags der offenen Tür konnten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher über die aktuellen und geplanten Aktivitäten informieren.
Die Karnischen Werkstätten sind ein Bildungs-, Innovations- und Gründerzentrum und in dieser Form einzigartig und beispielgebend, denn nach jahrelanger Vorbereitung und mit Beteiligung des Landes Kärnten, des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, aller 7 Bezirksgemeinden, des Vereins So viel mehr Kötschach-Mauthen, des BFI, der Fachhochschule Kärnten, weiterer Bildungsträger und auch starker privater Unterstützung konnte dieses Gemeinschaftsprojekt nun realisiert werden. Es ist ohne Übertreibung ein Zukunftsprojekt für die gesamte Region und ich lade alle ein, sich über die Möglichkeiten und Angebote zu informieren. Mit diesen Karnischen Werkstätten wurde ein Ort geschaffen, der allen zur Verfügung steht, die sich weiterbilden, sich unternehmerisch betätigen oder einfach Ideen austauschen und entwickeln wollen. Besonderer Dank gilt auch den Eigentümern der IPK und vor allem voran noch einmal Viktoria Geiler, die die Türen geöffnet haben und auch außerordentlich engagiert und beharrlich an der Realisierung gearbeitet haben. Für Fragen und Anregungen darf ich an die Leiterin bzw. Koordinatorin, Frau Magister Nicole Mitsche vom Verein So viel mehr, verweisen. Ein weiterer Höhepunkt der vergangenen Wochen war der Bau und die Sanierung der Spielplätze als Ergebnis des gemeinsam erarbeiteten Spielplätzekonzepts. Die Arbeiten konnten nun abgeschlossen werden und es soll im Laufe der nächsten Tage noch der TÜV seine Endüberprüfung durchführen, damit auch die Spielplätze, also der neu gebaute Spielplatz im Bereich der Volksschule sowie die 4 sanierten Spielplätze in Kötschach, Mauthen und Würmlach ihrer Bestimmung übergeben werden können bzw. konnten. Es soll im Oktober dann eine kleine Eröffnungsfeier mit Tag der offenen Tür geben, um die Fortschritte des vergangenen Jahres auch entsprechend zu veranschaulichen. Immerhin wurden nicht nur die Spielplätze gebaut, sondern auch 2 neue Kindergartengruppen, neue Klassenzimmer, neue Räumlichkeiten für Nachmittags- und Sommerferienbetreuung geschaffen und damit wesentliche Investitionen getätigt. In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, beim pädagogischen Personal, den Fachleuten in der Planung und Umsetzung und den Partnern auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene sowie den beteiligten Firmen herzlich bedanken. Stellvertretend darf ich auch Gemeindevorständin Christina Batterer und allen Mitgliedern ihres Ausschusses für Familien danken, die in vielen Sitzungen die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung geschaffen haben. Abschließend darf ich noch auf das 26. Käsefestival in Kötschach-Mauthen hinweisen, welches am kommenden Wochenende wieder in und um das Rathaus mit heimischen Produzenten und zahlreichen Attraktionen stattfinden wird. Beginn ist Samstag ab 10 Uhr mit dem traditionellen Brauchtumsumzug und anschließend Eröffnung vor dem Rathaus. So viel zu meinem Bericht. Und ich darf nun auf die Zukunft blicken. Und zwar haben wir heute 2 Tagesordnungspunkte, die eine gewisse Dringlichkeit haben und vor allem auch eine gewisse Brisanz. Wie wir aus den Medien ja in letzter Zeit sehr eindrücklich erfahren haben, ist das Wasser ein Thema, das sowohl im Guten als auch im Schlechten sehr stark auf unser Leben einwirkt. Und wir haben heute unter Tagesordnungspunkt 6 die Gemeindewasserversorgungsanlage Kötschach-Mauthen mit einer Präsentation zu einem Ausbauplan und Variantenuntersuchung auf Basis Risiko- und Gefahrenanalyse und weiterführender Überlegungen. Auf der Tagesordnung, dazu darf ich recht herzlich begrüßen den zuständigen Planer, der von uns beauftragt wurde, den Herrn Ingenieur Andreas Rauch. Herzlich willkommen. Und er wird uns zeigen und darlegen, was er auch schon im Ausschuss getan hat und wir auch schon vordiskutiert haben, wie es um die Wasserversorgung Kötschach-Mauthen bestellt ist und welche Schritte in Zukunft umzusetzen sein werden, damit wir erstens die nötige Wassermenge in der Wasserversorgungsanlage haben und auch die nötigen Sanierungen durchführen können. Lieber Herr Ingenieur, ich darf dich bitten, uns zu präsentieren. Sonst wäre ich halt entsprechend laut reden. Hörst du mich? Passt. Gut. Sonst gibt es unfreiwillige Action am YouTube-Video. Das Ganze habe ich im Ausschuss noch mal kurz erläutert und jetzt möchte ich einfach auf die gesamte Situation eingehen. Das heißt ja auch Ausbauplan für die nachhaltige Wasserversorgung, aber noch griffiger ist der Titel Trinkwasser Kötschach-Mauthen 2035 und darauf gehe ich jetzt dann eben näher ein. Aber bevor ich darauf
eingehe, vielleicht ein paar Worte zu mir selber, damit jeder weiß, mit wem man es da zu tun hat oder wie komme ich dazu, darüber überhaupt zu sprechen. Ich bin jetzt seit, ja, inzwischen schon bald 37 Jahre in der Trinkwasserversorgung tätig, bin selber zertifizierter Wassermeister, Ausbildner für Wassermeister und auch sehr, beschäftige mich eben intensiv mit dem Thema seit 2010, wo ich mein eigenes Büro habe, auch vorwiegend in der Trinkwassersicherheit. Das ist für mich so der Überbegriff von der Quelle bis zum Kunden, von der Planung über die Ausführung bis zum Betrieb einer Wasserversorgung. Was war jetzt, damit man jetzt einmal, weil das Ganze ist jetzt einmal ein Überblick und ein Überblick beginnt immer mit einem Weg. Vielleicht ist es ja auch so, dass manche denken, ja, warum dauert das alles so lange, aber das hat einen bestimmten Grund, weil alles seine Zeit braucht und er auch einen bestimmten Weg gehen muss, den möchte ich kurz erläutern, der da dahinter steht, dass wir heute da stehen und dass ich Ihnen heute das erklären darf. Das erste war ein Masterplan. Dieser Masterplan ist 2022 im Juni fertiggestellt worden. Das war mal so die erste Absichtserklärung. Das Ganze ist schon im Juni 2022 vorgestellt worden, da will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Es geht ja um die weiteren Schritte. Im letzten, also jetzt im vergangenen Jahr, angefangen hat es eigentlich schon voriges Jahr, eben, ist dann eine Risiko- und Gefahrenanalyse erstellt worden. Warum? Weil es einfach, ich gehe dann eh noch ein bisschen näher darauf ein, aber es ist eben entscheidend zu sagen, welche Risiken habe ich in der Wasserversorgung, wie muss ich da vorgehen und wo kann ich ansetzen. Die Risikobewertung ist im März 2024 abgeschlossen worden, ist ein recht umfangreiches Konvolut. Das ist jetzt nicht so, dass man da sich dazu setzt und das Ganze durchliest, das ist in erster Linie ein Nachschlagewerk und es ist natürlich die Grundlage gewesen für den jetzt ausgearbeiteten Ausbauplan. Und der Ausbauplan für die nachhaltige öffentliche Wasserversorgung erstreckt sich über 10 Jahre. Ich werde das ja dann noch jetzt im Detail erläutern, was die einzelnen Bauabschnitte sind. Und dann wird man vielleicht auch verstehen, dass man dafür 10 Jahre braucht, um das umzusetzen. Aber zuerst noch einmal zur Ausgangslage, nämlich zur Risikoanalyse. Was ist so eine Risikoanalyse oder wie läuft sowas ab? Weil darunter können sich vielleicht die wenigsten was vorstellen. Das Ganze beginnt mit einer Ist-Zustandserfassung und zwar einer sehr detaillierten Ist-Zustandserfassung. Ich war da mit dem Wassermeister der Gemeinde einige Zeit unterwegs. Wir haben uns wirklich alle Anlagen angeschaut, nicht nur die, die jetzt im aktuellen Betrieb sind, sondern auch mögliche Reserven oder auch eben Anlagen, die kurzzeitig einmal außer Betrieb waren. Einfach einen kompletten Überblick über die Ist-Situation und den Ist-Zustand. Im nächsten Schritt ist dann dieser Ist-Zustand analysiert worden. Und in dieser Analyse geht es darum, mögliche Risikofaktoren festzustellen. Und dafür gibt es eben, um diese Risikofaktoren dann bewerten zu können, gibt es 3 maßgebliche Kriterien. Und mit diesen Kriterien kann auch eine Reihenfolge ermittelt werden. Weil es ist so, wir wissen alle, es ist nicht Unmengen an Geld zur Verfügung und es geht vor allem darum, eben das Geld dort gezielt einzusetzen, wo ihr den größten Effekt als erstes erreicht. Und das ist eben das Ergebnis dieser Risikoanalyse. Aber jetzt vielleicht noch einmal kurz zu der Ausgangssituation. Das ist natürlich nicht so gut erkennbar da. Die Wasserversorgung der Gemeinde Kötschermauthen erstreckt sich doch relativ groß, nicht nur großflächig, sondern auch die Gewinnungsanlagen, also dort, wo das Wasser herkommt, wo es gewonnen wird, liegt alles ein bisschen weiter auseinander. Dabei gibt es eben konzentrierte Bereiche im Bereich der Mautner Klamm bzw. der Mautner Alm, wo ein Großteil der Wasserversorgung herkommt. Es gibt im Bereich Misoria, Würmlach, eine Wasserversorgung, die von der Gemeinde, von der Wassergenossenschaft Würmlach betrieben wird, wo die Kötschermauthen, die Marktgemeinde, ein Bezugsrecht hat. Und es gibt im Norden noch Quellpotenzial, das eben noch nicht im vollen Umfang genutzt wird. Wenn man es vielleicht so noch einmal... Bitte? Norden ist gemeint. Im Norden von Kötschach, ja. Also Nordkötschach, Richtung Laas. Danke. Ja. Wir haben also die Betriebssituation aktuell im Bereich der Mautner Alm. Da gibt es die Hauptversorgung, das ist die Schwarzbrunnquelle
die in der Mautnerklamm ist. Von der hört man ja, also von der Mautnerklamm hört man immer wieder was, von der Quelle wahrscheinlich weniger und das ist auch gut so. Und dann gibt es noch die Mautner Almquellen. Das ist so die erste Versorgung, die in Kötschach-Mauthen errichtet wurde. Die geht zurück bis auf 1910 oder um 1910 ist dort bereits begonnen worden zu bauen. Das ist der Bereich, also dort ist einmal das Wasser vorhanden in der Mautner Alm. Dann gibt es den Bereich im Norden von Kötschach oder in Richtung Laas. Dort gibt es diesen Ortsbereich Aue. Nördlich von Aue gibt es eine Quelle, das ist die Aue-Quelle. Und es gibt dort auch im Bereich eine Quelle, die wird als Nachbarschaftsquelle bezeichnet. Ist auch eine Quelle, die über 100 Jahre alt ist. Also das ist so die Situation, was wir als Ist-Situation vorhanden haben. Wir wissen auch aus dem Betrieb der Wasserversorgung, dass es einzelne Bereiche gibt im Bereich Kötschach, wo es gelegentlich Druckprobleme gibt, also wo sehr wenig Druck zur Verfügung ist. Das ist einfach aus der Ist-Situation der Behälterstandorte gegeben. Und was sich eben, das merkt ja dann auch die Bevölkerung, wenn es irgendwo einen Rohrbruch gibt, es gibt halt auch schon Leitungen, die ein gewisses Alter erreicht haben. Das ist im Zuge dessen auch untersucht und im Detail angeschaut worden, wo sind diese Bereiche, wo treten inzwischen Rohrbrüche immer öfter auf, wo ist Handlungsbedarf zu setzen. Das Ziel der Risikoanalyse ist, man kann es so salopp zusammenfassen, es ist die Ermittlung der wirklich wichtigen Maßnahmen. Jeder im eigenen Umfeld weiß, dass alles immer dringend ist. Also wir leben jetzt in einer Zeit, wo immer alles dringend ist. Es gibt ja eigentlich gar nichts mehr, was man gemütlich erlegen kann, es muss immer alles dringend sein. Man darf aber dringend nicht mit wichtig verwechseln. Und gerade dann nicht, wenn ich nicht Unmengen an Geld zur Verfügung habe. Aber vielleicht ein einfaches Beispiel, damit man sich besser vorstellen kann, was ist denn der Unterschied, also was ist wirklich wichtig. Ein komplett anderes Beispiel, einmal weg von der Wasserversorgung, aber da kann sich jeder vielleicht leichter vorstellen, was ich damit meine. Es gibt, wenn es einen Großunfall gibt, also wirklich einen katastrophalen Unfall, weiß nicht, Busunglück mit viele, viele Verletzte, und ich habe nur einen Arzt zur Verfügung, dann kann der Arzt nicht zu jedem gleichzeitig kommen. Dann wird der Arzt schauen, dass er die Patienten als erstes versorgt, wo es wirklich kritisch ist. Aber wie stellt er denn das fest? Wenn jemand sich den Arm verletzt, dann tut es zugegebenermaßen sehr weh und der wird unheimlich laut schreien vor lauter Schmerzen. Also das könnte man sagen, das ist dringend für den. Aber es ist nicht überlebenswichtig, weil im Regelfall überlebt er mit einem verletzten Arm sehr wohl. Während hingegen der einen Herzstillstand hat oder einen Atemstillstand, der sagt nichts mehr. Der liegt dort und ist komplett stumm. Nur bei dem ist es überlebenswichtig, dass sofort gehandelt wird. Und in der Wasserversorgung ist es nicht anders. Es gibt Maßnahmen, die erscheinen dringend, weil wenn zum Beispiel die Fassade von einem Hochbehälter bröckelt und dort fahren viele Leute vorbei, dann sagen sie, wie schaut denn das da aus? Das gehört endlich einmal gerichtet. Aber viel wichtiger ist es, dass wenn die Wasserkammer vom Hochbehälter undicht ist, das ist etwas, was ich nicht so einfach sehe, das sehe ich ja nur alle zwei Jahre, wenn ich den ganzen Behälter entleere und wenn ich das reinige, dann ist das viel entscheidender für die Sicherheit der Versorgung als die Fassade, die bröckelt. Und die Aufgabe der Risikoanalyse ist es eben genau das herauszufinden, nämlich was ist wichtig in der öffentlichen Wasserversorgung, um negative Einflüsse auf die Trinkwassersicherheit auszuschließen und im besten Fall die Trinkwassersicherheit zu erhöhen. Also das war jetzt, und die Risikoanalyse selber ist aber noch zu wenig, weil damit weiß ich ja noch nicht, wie gehe ich jetzt vor. Und aufbauend auf dem, dass man sagt, weil in der Risikoanalyse, nur so als Zusatzinfo, es gibt immer drei Faktoren, die zu beachten sind, wenn ihr Risiko bewährt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit, die Auswirkung, die es auf die Wasserversorgung hat und die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, es kann etwas unheimlich gefährlich sein, wenn ich es aber sofort bemerken würde und es tritt nie auf, dann ist es kein Risiko. Es kann aber etwas auch nicht so gefährlich sein, aber es ist unwahrscheinlich, dass es entdeckt und es kann jederzeit passieren, ist es ein hohes Risiko. Und deswegen wird in der Risikoanalyse nach Risikoprioritäten gereiht, eine entsprechende Prioritätszahl ermittelt und damit kann ich die Reihenfolge feststellen.
Und das war jetzt die Grundlage, dann darauf aufbauend den Ausbauplan zu erstellen. Der Masterplan ist einmal ein erster Überblick gewesen, 2022. Das war auf Basis eines Grobkonzepts. Im Ausbauplan steigt man dann schon tiefer ein. Da werden dann entsprechende Vorgespräche bereits geführt. Da werden Bescheide analysiert und Möglichkeiten analysiert, wird genauer mit dem Wassermeister gesprochen, wo sieht er die Probleme, dann auch in der Diskussion, was ist aus der Risikoanalyse rausgekommen, passt es mit seinen Erfahrungen aus dem Betrieb zusammen. Und aufbauend auf dem wird dann eben auf diesen vertiefenden Gesprächen hat sich dieser Ausbauplan ergeben. Der erste Schritt ist immer zu schauen, was muss man alles tun, in welcher Reihenfolge gehen wir es an. Und dann, wenn ich weiß, den Umfang einmal kenne, dann kann ich sagen, okay, in welcher Zeit setzen wir es um. Und der Umsetzungszeitraum ist 10 Jahre, und zwar gedacht von 2025, also wo man wirklich loslegt, das ist eine entsprechende Vorlaufzeit erforderlich, wo man wirklich zu bauen beginnen kann, bis 2035. Mit dem erklärten Ziel, dass Ende 2035 alles so weit umgesetzt ist, dass ich sagen kann, und jetzt sind wir super aufgestellt für die Zukunft. Das Ganze gliedert sich in 5 Bauabschnitte, in die Bauabschnitte 10 bis 14. Warum fängt das mit 10 an? Das ist ganz einfach. Es gibt überall Fördermittel zu lukrieren vom Bund und Land Kärnten und die rein automatisch nach eingereichten Bauabschnitten. Und 9 sind bisher schon umgesetzt worden in der Wasserversorgung. Also ist aber schon wohl was passiert. Ab dem 10. Bauabschnitt wäre dann dieses Ausbaukonzept anzusetzen. Das sind eben die Bauabschnitte 10 bis 14. Und jetzt, wer da mitgerechnet hat, der hat gleich gemerkt, da fällt noch einer, nämlich der Bauabschnitt 15. Es gibt einen optionalen Bauabschnitt, der besteht aus 2 verschiedenen Varianten und der ist deswegen extra angeführt, weil er einfach der Bauabschnitt ist, der die längste Vorlaufzeit hat. Also deswegen ist der auch angesetzt für einen längeren Zeitraum mit Start jetzt, Umsetzung bis spätestens 35. Und der Ausbauplan selber, das Ganze ist ja als Konvolut ausgearbeitet worden mit entsprechenden Planunterlagen. Auf den möchte ich jetzt ein bisschen eingehen, und zwar auf die einzelnen Bauabschnitte, damit man einen Überblick kriegt, was da alles ansteht. Der Bauabschnitt 10, also der erste, der umgesetzt wird, da geht es einmal darum, dass man einen Wasserleitungskataster einrichtet. Das ist im Prinzip ein digitaler Bestandslageplan, in dem alle Informationen verbockt werden, so wie hinter dem eine Datenbank liegt, also wo man alles in einen Plan einbockt. Der ist Voraussetzung, damit ich die Fördermittel kriege. Also das ist einmal der erste Schritt oder einer der ersten Schritte. Dann geht es darum, dass man schnellstmöglich zusätzliches Wasser gewinnt und da bieten sich an die Mautner Almquellen, weil die gehören bereits der Gemeinde, die sind also im Eigentum der Gemeinde und dort weiß man bereits, was vorhanden ist, die neu zu fassen. Dazu ist erforderlich, rund 2 Kilometer an Leitungen zu errichten. Die Quellen sind halt leider relativ weit auseinander, aber um die wieder neu einzuleiten, und die alten Leitungen sind einfach dafür nicht mehr geeignet, vom Durchmesser und vom Alter her nicht geeignet, dass man dies neu baut, und einen zusätzlichen kleinen Hochbehälter für den Ortsbereich Hammerle. Der Vorteil ist, die Autoalmquellen liegen etwas höher als die bestehenden Quellanlagen und damit kann man auch den Bereich Hammerle, der jetzt durch eine Pumpstation versorgt wird, wieder im Freispiegelgefälle ohne Pumpstation, also auch wenn kein Strom zur Verfügung steht, versorgen. Das wäre einmal der erste Bauabschnitt. Der Kostenrahmen für den Bauabschnitt liegt in der Größenordnung 1,3 bis 1,6 Millionen Euro. Der nächste Bauabschnitt, also vom Überblick her, damit man sich mal vorstellen kann, was das für ein Umfang ist, das sind jetzt da in grün dargestellt, das ist dieser Bereich des Bauabschnitts 10 und dort, das fängt eben an bei der Bernsteigquelle, das ist die höchstgelegene Quelle auf ca. 1200 Meter Seehöhe und geht bis eben zum geplanten Hochbehälter Hammerle. Das ist der Bauabschnitt 10. Der Bauabschnitt 11, es gibt 2 wesentliche Sachen, die in einer Wasserversorgung wichtig sind. Das eine ist, dass ich einmal genug Wasser zur Verfügung habe und das zweite ist, dass ich ein entsprechendes Speichervolumen habe.
um den Tagesverbrauch auszugleichen. Am besten sieht man es bei Fußballspielen, wie der Tagesverbrauch schwanken kann, nämlich in der Pause des Fußballspiels schnellst du in die Hebel, da rennen alle aufs Klo. Also, und genau diese Spitzen, die sich ergeben am Tag, die muss man irgendwie ausgleichen, weil eine Quelle rinnt regelmäßig, die passt sich in die Tonnen, das, was ich brauche. Der zentrale Einspeispunkt derzeit, oder maßgebliche Einspeispunkt, ist der Hochbehälter Maria Schnee. Der Hochbehälter Maria Schnee liegt direkt an der Blöckenpoststraße. Den sieht man auch, wenn man dort vorbeifährt, ist recht auffällig, genau in einer Kurve. Dieser Hochbehälter hat ein Volumen von 300.000 Liter Speicher und der soll um weitere 150 Kubik, also 150.000 Liter, vergrößert werden. Warum? Er ist die zentrale Einspeisung für den Bereich Kötschach und damit ist es einfach wichtig, dass man dort ein bisschen mehr abbuffern kann, was sich an den Spitzen ergibt. Dazu soll der Behälter auch, weil er ist halt auch schon etwas älter, gleich saniert werden. Wenn ich den Behälter, ich baue hinter dem Behälter eine neue Speicherkammer und sanier, sobald die fertig ist, wird die in Betrieb genommen, dann kann ich den vorderen Teil des Behälters sanieren. Das ist der Gedanke. Der Kostenrahmen für diesen Bauabschnitt liegt bei ca. 0,5 bis 0,6 Millionen Euro. Im Überblick ist das in Blau dargestellt, der Bauabschnitt 11, der Hochbehälter, der direkt in der Kurve an der Blöckenpoststraße liegt. Der Bauabschnitt 12, da geht es um die jetzige Hauptquelle. Die Schwarzbrunnquelle, das ist die Hauptversorgung der Marktgemeinde Kötschermauthen derzeit, die wurde in die 60er Jahre gefasst in der Mautner Klamm. Seit die 60er Jahre ist doch ein Zettel vergangen und darum, wenn man also die Mautneralmquellen einmal zur Verfügung hat und ein bisschen mehr Spülraum hat, ist es sinnvoll, dass man auch die Schwarzbrunnquelle saniert, weil dort auch Potenzial noch vorhanden ist, etwas mehr herauszuholen aus der Quelle. Und gleichzeitig will man im Norden, im Bereich Aue, auch die Aue-Quelle sanieren. Die ist auch schon etwas älter, die ist jetzt momentan nicht genutzt, weil halt einfach die Leitungen dort erneuert werden müssen und auch die Quelle neu gefasst. Die zwei Bauvorhaben kann man deswegen parallel durchführen, weil eben das Ganze weit auseinander liegt und weil ich dann die Mautneralmquellen schon zur Verfügung habe, um dort zu versorgen. Mit der Aue-Quelle ist notwendig, ungefähr 320, 330 Meter Ableitung neu zu bauen und den Hochbehälter Aue ebenfalls neu zu bauen, der den Bereich Aue und Kötschach Nord dann versorgen wird. Die Kosten will ich nicht vorenthalten. Der Bauabschnitt liegt zwischen 0,4 und 0,55 Millionen. Die jetzt schon anfangen mitzurechnen, wie viel das in Summe sein wird, die Gesamtsumme kommt schon am Schluss. Der Bauabschnitt 12 ist eben jetzt einmal der Bereich der Schwarzbrunnquelle. Da geht es um die Quellfassung selber und das erste Stück der Leitung. Die restliche Leitung heraus ist ja im Laufe der letzten Jahre bereits erneuert worden und um die Aue-Quelle, eben Quellfassung und Ableitung. Der Bauabschnitt 13, das ist jetzt der große, das ist der Bauabschnitt, wo die Bevölkerung wahrscheinlich am meisten mitkriegen wird, weil da geht es um Leitungsbau und da wird wirklich in Kötschach, in Mauthen gegraben. Und zwar reden wir da von einer Größenordnung von 4,6 Kilometer Rohrleitungen, die im Zuge dieses Bauabschnittes erneuert werden. Es ist so, Leitungen haben halt einfach eine begrenzte Lebensdauer und irgendwann einmal ist die Dimension zu gering oder die Leitung halt einfach schon zu desolat, sodass es zu Rohrbrüchen kommt. Damit sind sie zu sanieren. Sanieren tut man bei vielen Hausanschlüssen im Regenfall eben durch einen Neubau. Das ist in Kötschach und in Mauthen. Im Zuge dessen baut man, sind auch ungefähr 0,4 Kilometer, also nicht so viel, 400 Meter, Ringschlüsse. Was ist ein Ringschluss? Wie ein Ringschluss versuche ich ein Netz zu verdichten, indem ich einzelne Stränge, Rohre miteinander verbinde. Das erhöht die Versorgungssicherheit, weil ich kann dann über diesen Ring von beiden Seiten versorgen.
Der Bauabschnitt 13 liegt bei einer Größenordnung von 1,8 bis 2,25 Millionen Euro. Das war da im Überblick, also sieht man da alles, was in grün ist, ist der Bauabschnitt. Das ist, kommt natürlich entsprechend was zusammen. Der Bauabschnitt 14, wir haben es geht um diese schrittweise Vorgangsweise noch einmal zu erklären. Die Reihung ist festgelegt worden nach den Risiken, die sich ergeben. Wenn ich die ganzen Maßnahmen jetzt getroffen habe, dann habe ich das Rohrbruchrisiko massiv reduziert. Ich habe meine Gewinnung deutlich erhöht, also die Wassermenge deutlich erhöht und einmal einen ersten Puffer geschaffen, aber das ist noch zu wenig. Ich brauche noch zusätzliches Speichervolumen. Und da wird im Bauabschnitt 14 der Hochbehälter Kötschach neu errichtet. Da geht es um eine Größenordnung von 400 Kubik oder 400.000 Liter Speichervolumen. Und der ist oberhalb vom Clamping in Kötschach einmal angedacht. Dazu sind Anschlussleitungen zu errichten, also Versorgungsleitung, Pumpdruckleitung. Und es hat auch eine neue Pumpstation, um diesen Behälter entsprechend zu befüllen. Der Behälter liegt etwas tiefer als der jetzige Kötschacher Behälter, hat damit den Vorteil, ich spare mir eine Pumpkosten und ich verändere ein bisschen die Zonen. Damit ist, was auch wichtig ist, durch die Neugliederung der Druckzonen, das Problem mit den Druckschwierigkeiten in Kötschach auch behoben. Also es gibt dann keine Druckprobleme mehr, so wie es teilweise jetzt Richtung Wetzmannhause der Fall ist, die sind dann auch weg. Der Kostenrahmen hier liegt bei 1,6 bis 2 Millionen Euro. Das ist da in Rot dargestellt, die Maßnahmen, die dafür zu umsetzen sind. Der Bauabschnitt 15, das habe ich ja schon vorher erwähnt, der Bauabschnitt 15, da gibt es zwei Möglichkeiten. Und diese zwei Möglichkeiten sollen eben jetzt erläutert werden, bevor man es dann umsetzt. Ziel ist es, dass es einfach bis 2035 umgesetzt ist. Da geht es um die erste Variante, ist die Errichtung von einem Tiefbrunnen. Es geht einfach darum, dass wir mit diesen Maßnahmen, die wir jetzt setzen wollen in die ersten Bauabschnitte, für die Zukunft immer noch zu wenig Wasser haben. Und damit ich für die Zukunft jetzt sage, okay, ich habe genug Wasser und es sind für alle Mal, auch für die nächsten, weil wir reden von 50 Jahren, ich plane in der Wasserversorgung immer von mindestens 50 Jahren voraus, das heißt für die nächsten 50 Jahre habe ich keine Probleme mehr. Und das gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Variante ist, einen Tiefbrunnen zu bauen. Und zwar einen Tiefbrunnen im Ortsbereich Mauten. Da gibt es erste Überlegungen dazu, es gibt auch schon entsprechende Vorgespräche mit dem Land Kärnten, mit der Hydrogeologie. Da sprechen wir von einer Größenordnung von 1,1 bis 1,4 Millionen für den Bauabschnitt. Die zweite Variante, die auch untersucht wurde, ist, dass man sagt, okay, wir schauen im Bereich der Misoria-Quellen, das ist oberhalb von Würmlach, eben die Versorgungsanlage der Wassergenossenschaft Würmlach, ob es dort die Möglichkeit gibt, noch weitere Quellen zu fassen und damit den Bereich dort, aus diesem Bereich noch mehr Wasser zu gewinnen. Der Vorteil dort ist, es sind bereits viele Anlageteile vorhanden, die man mitnutzen kann. Es gibt die Transportleitung zwischen Würmlach und Würmlach und Mauten bereits, also sind Anlageteile schon da, wo man mitnutzen kann. Dadurch sind die Kosten für diesen Bereich geringer, liegen irgendwo bei 0,6 bis 0,7 Millionen Euro. Jetzt rein von den Kosten ist klar, was man machen muss, aber leider geht es halt nicht so einfach, weil man schauen muss, kriege ich bei den Misoria-Quellen, würde ich dort die Menge kriegen, die ich brauche, würde ich sie in der Voruntersuchung kriegen beim Brunnen, weil dazu müsste ich erst Probebohrungen machen und so. Also das dauert alles. Deswegen auch ist da ein entsprechender Rahmen angesetzt, um die weiteren Untersuchungen zu tätigen. Das ist mal nur ein Überblick. Es gibt erste Überlegungen für einen Standort, für einen möglichen, für den Tiefbrunnen. Das ist alles noch nicht so konkret, dass man sagen kann, dort wird es sein, sondern das wäre einmal ein Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen. Oder eben, dass man im Bereich der Misoria-Quellen, dort gibt es ja einige Quellaustritte noch im Bereich dieser Quellen, dort was dazu fasst, das ist halt eine Sache, die noch zu verhandeln ist mit den betroffenen Grundeigentümern. Und dann wäre auch die Ableitung bis zum Hochbehälter neu zu machen,
weil die ist in der Dimension, so wie sie jetzt ist, dann auch nicht dafür geeignet. Also das sind die Sachen, die am längsten brauchen in der Vorplanung und in der Überlegung. Man kann es also zusammenfassen, es sind 6 Bauabschnitte, es sind 10 Jahre Bauzeit und es ist ein Kostenrahmen zwischen 6,1 und 7,7 Millionen Euro. Die kann man nicht in kürzerer Zeit umsetzen als 10 Jahre. Das ist nicht realistisch. Aber damit man jetzt das Ganze einmal angehen muss, man muss sich das so vorstellen, wenn ich heute ein Projekt starte, dann startet es ja nicht mit dem Bagger, der rollt, sondern es startet schon lang vorher mit der Planung und vor allem mit den ganzen behördlichen Bewilligungen. Derzeit ist es so, dass behördliche Bewilligungen von der Einreichung bis, dass man den Bescheid in der Hand hat, bis zu 6 Monate dauern können. Das heißt, man braucht ein bisschen Vorlaufzeit. Wenn wir nächstes Jahr wirklich starten wollen, ist dort also ein bisschen eine Dringlichkeit dahinter, dass man mit der Planung anfängt, damit man echt nächstes Jahr wirklich mit dem Bau starten kann. Dazu kommt, dass es natürlich wichtig ist, dass auch die Bevölkerung informiert ist. Deswegen ist das ja super, dass das jetzt da gleich auch über YouTube läuft. Noch besser geht es ja nicht, weil es einfach notwendig ist, den Menschen zu sagen, was ist denn los, was haben wir denn überhaupt vor? Weil wo Informationen fehlen, da wachsen nun mal die Gerüchte und deswegen ist mit offenen Karten spielen das Beste, was man machen kann. Es ist was zum Tun, am besten ist einmal anfangen. Der erste Schritt ist meistens der schwierigste, aber dann kommt es in Gang. Gibt es jetzt zudem offene Fragen? Ja. Bitte. Sie haben, Herr Diplom-Ingenieur, Sie haben von 4 Einzugsgebieten gesprochen. Wenn Sie prozentuell bewerten würden, Schwarzwaldbrunn haben wir jetzt gerade gehört, das ist die wichtigste, also Mautner Alm, Mautner Klamm, Misore und Norden von Kötschach. Wenn Sie jetzt an diese 4 Einzugsgebiete mit den Schüttungen bewerten, wie viel prozentuell schätzen Sie, hat die Mautner Alm 20%, 25%, Schwarzwaldbrunn 25%? Also wir gehen irgendwo aus von einer Größenordnung von 14 bis 15 Liter in der Sekunde, was wir zukünftig brauchen. Und davon... Gesamt? Gesamt, ja, Liter in der Sekunde. Davon wird über die Schwarzbrunnenquelle, wenn sie saniert ist, eine Größenordnung wahrscheinlich rauskommen, ja, von guter Hälfte. Also 50%? Ja, in etwa. Mautner Alm, bei der Mautner Alm ist es auch so, wenn die einmal saniert ist, die Quellen sind ganz gut beieinander. Also die Quellen selbst, der Bereich der Quelle ist nicht schlecht, leider ist halt die Fassung schon alt und desolat. Dort wird wahrscheinlich die Größenordnung nicht rauskommen, aber sicher vielleicht auf 25-30%. Und im Bereich der Aue ist es auch so, dass die Quelle derzeit halt ja auch schon desolat ist. Wenn man die reinfasst, wird man wahrscheinlich den oberen Bereich von Kötschach und den Bereich der Aue damit komplett autark versorgen können. Das heißt, das würde dann wegfallen, auch von den Pumpkosten, was natürlich auch wieder den Betrieb ein bisschen einfacher macht. Aber es ist so, dass es am Schluss mit den Bauabschnitten 10 bis 14 wahrscheinlich am Ende immer noch was fehlen wird. Und das muss ich ersetzen, entweder dann über den Brunnen oder über die Misoria-Quellen. Aber das Entscheidende ist, dass ich jetzt als ersten Schritt einmal mit der Mautner-Alma Entspannung zusammenbringe, weil ich das Wasser dann wieder nutzen kann. Herr Diplom-Ingenieur, habe ich Sie richtig verstanden, weil Sie früher gesagt haben, Masterplan, den kenne ich nicht, aber die Baustufen korrelieren sozusagen jetzt mit Ihren Vorschlägen. Das heißt, die Low-Hanging-Fruits nehmen wir als erstes, das ist die Neuf. Der Masterplan ist ein Überblick, was alles erforderlich sein könnte, ohne Reihung. Und der Ausbauplan ist jetzt gereiht nach der Wichtigkeit aufgrund des Risikos. Das ist, und natürlich, wenn man tiefer einsteigt in die Materie, kann man auch ein bisschen weitergehen. Deswegen ist das auch schon im Ortsnetz mit dem Bedarf in der Sanierung von den Rohrleitungen schon wesentlich genauer, weil wir einfach das genauer angeschaut haben jetzt. Und auch, dass zum Beispiel im Bereich von Maria Schnee ein zusätzliches Speichervolumen sinnvoll ist, das ist eben auch erst in der genaueren Untersuchung rausgekommen. Man kann es so ungefähr vergleichen, der Masterplan ist 2022 erstellt worden, und
allein von 2022 bis 2024 haben wir mindestens 20% Kostensteigerung gehabt im Baugewerbe. Dort ist was dazugekommen und das, was wir jetzt auch eben neu wissen, rund 1 Kilometer mehr, was an Leitungen zu sanieren ist, die da schon eingeflossen sind und das zusätzliche Speichervolumen, Maria Schnee, da kommen wir dann auf den neuen Betrag irgendwo in der Größenordnung. Warum dieser große Spülraum 6,1 bis 7,7? Man hat es ja allein gesehen im Bauabschnitt 15, dort gibt es halt große Unterschiede, je nachdem, was dann zur Verwirklichung kommt. Eine weitere Frage habe ich, meine letzte. Tiefenbrunnen, ja. Klingt gut, ich weiß, in Mauthen haben sie einige gebaut, ist auch jetzt noch frei, auch ich habe mir das überlegt für mein eigenes Grundstück. Aber wenn der Bassin bei Maria Schnee, ich würde jetzt einmal sagen, von plus minus 700 Meter, ist der 35 Meter hoch oben und der Tiefenbrunnen, so ist es mir gesagt worden von Bekannten, die das gebaut haben, ist er 35 Meter unten. Und wenn ich jetzt an die 15 Sekundenliter mal 3600 multipliziere, komme ich auf 50 Kubik in der Stunde zum Pumpen. Das ist natürlich, und dann eine Höhe von 70 Meter, da brauchst du ja... Genau, das kostet einen Haufen Geld, nicht nur in der Errichtung, sondern auch vom Strom. Erstens einmal werde ich dort keinen Brunnen zusammenbringen, das ist in Rücksprache mit der Hydrogeologie, mit den hydrogeologischen Karten, die es gibt, die haben das gleich einmal von vornherein ausgeschlossen, dass man diese Größenordnung je rauskriegt aus einem Brunnen. Wenn, dann reden wir dort in einer Größenordnung von 5 oder 6 Liter in der Sekunde. Aus dem Grund ist ja der Brunnen nicht die alleinige Lösung. Wäre der Brunnen die alleinige Lösung, dann würde ich sagen, okay, dann brauche ich die Mattenalbenquellen nicht. Kostet ja einen Haufen. Aber der Brunnen ist leider nicht die alleinige Lösung. Ein Aspekt, der in der Risikoanalyse ja auch betrachtet wird, ist die Ausfallsicherheit bei einem Blackout, bei einem länger dauernden Stromausfall. Der Vorteil Mautenalmquellen, Schwarzbrunnquellen ist, dass ich den Großteil des Gemeindegebietes ohne Strom versorgen kann. Und das ist ein gewaltiger Vorteil, wenn ihr jetzt eine längere, und ihr seid ja in einer Gegend da in Kötscher, Mauten, wo ja durchaus viel Schnee sein kann und da kann auch entsprechende Probleme in der Stromversorgung geben. Das ist der eine Aspekt und der zweite, auch deswegen die Auequelle, weil auch dort über die Auequelle der höchstgelegene Bereich von Kötschach auch ohne Strom versorgt werden kann. Das sind die Gedanken, die eben mit einspülen, deswegen vorab auch die Risikoanalyse, weil es eben auch darum geht zu schauen, wo liegen die Gefahren und wie kann ich am besten dem begegnen. Was nicht heißt, dass man eben nicht doch den Brunnen baut, aber das müssten die weiteren Untersuchungen ergeben. Gibt es noch Fragen? Darf ich? Hoher Gemeinderat, Herr Diplom-Ingenieur Rauch, danke für diesen Vortrag. Wir waren ja in der Vorsitzung ja schon zusammen und haben schon fleißig drüber geredet. Darf die Stellungnahme von uns nochmal sagen, wir haben das klare Nein gegen diesen tiefen Brunnen ausgesprochen, eben aus den Gründen der Wirtschaftlichkeit, beziehungsweise solange das Wasser von oben rinnt, wird man von unten nicht aufpumpen müssen. Wichtig für uns ist, das ist ja der Anfang jetzt, wir reden von einer Bauzeit von 10 Jahren, und ich darf da nochmal darauf hinweisen und auch bitten, dass alle Fraktionen oder beziehungsweise diese Runde, was jetzt da vorgearbeitet hat, sich auch regelmäßig treffen wird, weil ich bin mir sicher, dass im Laufe der ersten 2, 3 Jahre, vielleicht wird es normal gehen, aber dann könnten sich neue Türen aufmachen neue, oder auch Veränderungen bei dieser Versorgung ergeben. Denn nebenbei haben wir ja noch einen Antrag gestellt für ein Trinkwasserkraftwerk und vielleicht kann man dann auch dieses irgendwie nochmal umsetzen, wenn das dann Sinn und vor allem uns was bringt. Eine Begehung war noch angestanden jetzt davor, ich glaube wettertechnisch ist sich das leider nicht mehr ausgegangen, aber ich hoffe, es sollte der Herbst noch ein bisschen anhalten, dass wir die heuer noch durchführen könnten. Für mich oder für uns persönlich wäre das sehr, sehr wichtig zum Sehen einmal, vielleicht um besser zu verstehen und das auch, so wie Sie ja richtig gesagt haben, zu verkaufen. Ich glaube, ganz wichtig, dass man die Bevölkerung mit einbindet, um das jetzt auch wirklich verständlich dazu bringen, wie wichtig dass das jetzt ist für uns alle. Danke. Danke. Gibt es weitere Fragen? Gemeinderat Turner. Ja, hoher Gemeinderat, Wasser ist Leben. Und Wasser wird auch den Bürgern von Kötscher und Mauthen, den Orten Kötscher und Mauthen, etwas kosten. Und wenn wir heute 7,5 Millionen hören, die werden sie in
die Gebührenhaushalt sehr niederschlagen. Und die Rechen nicht nur eine Verdoppelung des Wassersinnes, sondern eine Verdreifachung. Und wenn uns jetzt der Herr Ingenieur Rau vorgestellt hat, alle Baustufen von 10 bis 15, so stelle ich einmal die Frage, was haben Sie von Ingenieur Brieger übernommen? Dort hat ja der Masterplan. Was hat dieser Masterplan gekostet? Und es ist nie viel weitergegangen. Es wurde vorgestellt worden, aber es ist nichts weitergegangen. Aber jetzt lassen wir das dahingestellt. Aber Herrn hat es schon gerne gekostet, was der Herr Brieger hat gekostet. Das kann ich gerne sagen. Beim Masterplan von Herrn Ingenieur Brieger waren 4,22 Millionen als Kosten veranschlagt. Wenn man jetzt von den 4,22 2022 ausgeht, dann allein 20% Steigerung habe ich von den Baukosten jetzt auf 2024. Durch den massiven, wie die massiv angezogen sind, die Baukosten, das spürt wahrscheinlich jeder, der baut selber am eigenen Leib. Dann eben haben wir weitere Millionen allein durch das, dass wir jetzt detaillierter eingegangen sind, was zusätzliche Rohrleitungen notwendig sind zu sanieren. Und dann komme ich in diese Größenordnung. Was der Masterplan war, erste Absichtserklärung, das war einfach die Aufgabe, die dort gestellt war und war ja auch nicht gereiht. Das heißt, man hat einfach mal einen Überblick geschafft. Was zusätzlich eben dazugekommen ist, jetzt, das hat eben erst die detailliertere Untersuchung ergeben, das ist einmal dieser zusätzliche Kilometer an Leitungen, der zu sanieren ist, und das ist das zusätzliche Speichervolumen in Maria Schnee. Genauso wie eben, dass man mit dem Tiefbrunnen nicht die volle 10 Liter, die wir brauchen würden, dass wir die mit einem Tiefbrunnen zusammenbringen werden. Das ist nicht realistisch. Und deswegen ergeben sich eben mehr Maßnahmen, die dann sich da auch im Preis niederschlagen oder eben in den veranschlagten Kosten niederschlagen. Ja, ich habe mich jetzt voll verstanden. Sie kosten was und der Herr Brieger hat auch was gekostet. Ja, das weiß ich nicht, wie viel er gekostet hat. Und das möchte ich wissen, was der Herr Brieger uns für den Masterplan gekostet hat. Aber jetzt darf ich fortfahren. Da haben wir 5 Baustufen von 10 bis 15. Ja. Den Kataster stellen Sie gerne in der 10, was in der 10 drin ist. Aber ich sehe nicht ein, da waren 1,6 Millionen in die Mautner Almquelle ein, was die uns kosten. Gleichzeitig reden wir im 15er Bauabschnitt von den Messiaquellen. Und die schicken nochmal voraus. Ich bin ein bisschen befangen in den Messiaquellen. Und ich bin ein Würmlacher und ich hätte Freude, wenn ich das Wasser durch Würmlacher plätschern würde. Aber ich sehe, weil ich schon lange genug in der Gemeinderat bin, dass sehr viel geht in dieses Projekt für Kötschach-Mauten Geld eingeflossen ist. Jetzt frage ich mich, das im Würmlach kostet eine 500.000 rund geschätzt und die Mauten kostet 1,5 Millionen. Warum man das nicht umkehrt, sind erst Würmlach macht, dann haben wir das Wasser, was die Mautner Alpen uns bringt. Weil und das ist, ja, also, das ist uns überlegen, ja. Weil der Bürger Kötschach Mauten muss es zahlen. Richtig. Und kein anderer. Da muss man, es geht um zwei Sachen. Erstens einmal muss das Wasser in der Menge, die es braucht, zur Verfügung stehen. Und wir brauchen nur, also wir kennen, ja, wir kommen nicht herum um die 15 Liter in der Sekunde, die müssen wir als Schüttung zur Verfügung haben. Und zwar als Schüttung zum Mindestzeitpunkt. Weil die minimale Schüttung tritt nun einmal im Sommer auf, wenn der maximale Verbrauch ist. Oder im Winter, je nach Quelle, ist manchmal unterschiedlich. Aber auf jeden Fall ist es im Regelfall so, dass tut, wenn ich am meisten Wasser brauche, am wenigsten rinnt. Also muss ich schauen, dass ich die mit der minimalen Schüttung die mindestens 15 Liter zukünftig abdecken kann. Jetzt ist es so, dass weder die Misoria-Quelle alleine noch die Mautenalmquelle alleine diese Menge bieten können. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als der Realität ins Auge zu sehen und zu sagen, okay, wenn ich weder mit der einen Lösung alles kriege und mit der anderen alles, dann muss ich schauen, dass ich von beiden Seiten was kriege. Und die Mautenalmquellen sind halt einmal Quellen, die schon da sind, die der Gemeinde auch schon gehören. Und die, wo ich halt einmal Investitionen setze, wo ich aber dann keine Folgekosten oder nahezu keine Folgekosten mehr habe, weil die Anlage alles in Freigefälle funktioniert. Wenn ich jetzt den Tiefbrunnen hernehme, dann werde ich auch mit dem Tiefbrunnen nicht das schaffen.
Es ist einfach, wenn man das im Detail, wir haben es im Detail angeschaut, ich habe sehr viele Gespräche geführt, auch mit der Landeshydrogeologie, habe dort die zuständigen Leute kontaktiert, habe altes, es gibt ja schon Schriftverkehr dazu, der längere Zeit zurückliegt, einfach den ganzen Schriftverkehr gesichtet und es ist nicht realistisch, dass man das dort rauskriegen. Also kann ich nicht alles auf Abpferd setzen, wenn ich heute schon weiß, dass ich dort das Wasser nicht zusammenbringe. Ich kann nur schauen, wo kriege ich überall ein Wasser her. Und deswegen ist der Ausbau ja auch stufenförmig. Ich schaue, dass ich die Möglichkeiten, wo ich am schnellsten zu einem Wasser komme, als erstes habe, damit ich einmal ein bisschen diese Brisanz abfedere, dass wir gar im Sommer zu wenig Wasser haben. Und wenn ich das einmal abgefedert habe, dann geht der nächste Schritt. Und der kann dann eben sein Missouri oder Tiefbrunnen. Aber das werden erst die weiteren Untersuchungen ergeben. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn die Missouri-Quellen das wirklich abdecken können, dann ist es super. Deswegen habe ich auch gesagt, die Untersuchungen vom Bauabschnitt 5 müssen jetzt starten. Die können jetzt einfach weil es braucht am längsten, bis man da auf ein Ziel kommt. Aber es geht, ich muss irgendwo mal anfangen. Und wenn ich heute schon weiß, damit schaffe ich es nicht allein, dann fange ich dort an, wo ich die Möglichkeit habe, anzufangen. Eben um das erste Mal abzufedern. Ja. Und die Investitionen, es ist so, wenn ich heute Investitionen tätige in die Wasserversorgung, da muss man sagen, dann ist Wasserversorgung ist ein Generationenprojekt. Alles, was ich heute investiere, wird über Generationen genutzt. Deswegen wird ja auch so, keiner kann das Ganze finanzieren, indem er das Geld einfach umplattelt, sondern es muss über langfristige Kredite und Darlehen laufen. Und die werden ja dann wieder abgezahlt. Die werden abgezahlt von denen, die es jetzt nutzen, genauso wie von den folgenden Generationen. Das ist auch die fairste Methode, weil es können nicht die alles zahlen, die es jetzt nutzen, sondern es wird ja über längere Zeit genutzt. Und die Investitionen sind halt einmal in der, ich kann es nicht weglegen, ich kann nicht sagen, es kostet weniger, wenn es dann so viel kostet. Es ist so, ich bin Techniker. Ja, aber nur, gut, darf ich noch mal fortfahren? Herr Gemeinderat Turner, du hast noch eine Frage gehabt zu den Kosten der Projektierung. Vielleicht kann der Finanzverwalter das noch kurz erklären. Achso, ja, Frau Gemeinderat, für die Frage des Gemeinderat Turner, der Masterplan vom Ingenieur Breger ist mit einer Pauschale von 8.500 Euro netto über die Erstellung eines 10-Jahres-Masterplans über das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt im Versorgungsgebiet Kötschach-Mauthen vergeben worden. Danke. Ja, aber darf ich noch mal fortfahren? Ehrlich. Herr Rauch, Herr Ingenieur, aber wenn ich mit 500.000, ihr werdet ja wohl wissen, was die Mäusäuerquellen schütten. Das müsst ihr wissen, wenn die mehr schütten, als die Mauthen Olm bringt, und da ist ja eine Million Schilling dazwischen. Und außerdem, so wie die Freiheitlichen sagen, es wäre ein Wasserkraftwerk möglich. Und das haben Sie auch bestätigt, richtig, dass das im Würmlach möglich wäre. In der Wege wollen das einmal umdrehen, zuerst in Bauabschnitt 10 machen und dann im Bauabschnitt 5. In 15er Fahrziehen und in 10er nach. Ich bin ja nicht dagegen, dass die Mauthen Olm gefahren wird. Aber wenn das eine Million Unterschied ist, dann muss man sich Überlegungen anstellen. Richtig. Also ist ja gut, dass Sie das so im Detail nachfragen, weil es auch wichtig ist, dass man darüber redet. Es gibt von den Missouri-Quellen, das ist ja nicht erst heute geboren, die Missouri-Quellen, darüber wird ja schon sehr, sehr lange gesprochen. Und die schon länger im Gemeinderat sitzen, wissen das alle. Also wird schon sehr lange über dieses Thema geredet und es gibt auch Messungen über die mögliche Schüttung der Missouri-Quellen und auch Messungen über die anderen Quellaustritte, die noch nicht gefasst sind. Und aus diesen Messungen geht eben hervor, dass ich dort wahrscheinlich in einer Größenordnung vielleicht von 2,5-3 Liter dazu fassen wir können. Und in den Mautenalmquellen reden wir von einer Größenordnung von 4,5 Liter. War das zusammen, er deckt das nicht ab, was ich brauche. Egal, momentan, was ich mache. Momentan reden vom Vierer oder vor. Ja, ich weiß es ja nicht. Ich kann nicht wissen, was dort rauskommt. Ich weiß nur, dass es Untersuchungen gibt aus dem alten Schriftverkehr, den wir durchgeklaubt haben, wo eben drinnen gestanden ist, dass die Schüttung bei den Missouri, bei den anderen Quellen, die dort nicht gefasst sind, sehr stark zurückgeht. Wie das dann ausschaut, wenn sie einmal gefasst sind, weiß ich nicht. Das ist dann zum Feststellen, vielleicht schaut es dann ein bisschen besser aus, vielleicht ist dann auch stabiler die Schüttung, aber das kann man jetzt nicht sagen. Was man weiß, ist, dass es weder bei den Missouria, dass die Menge zur Verfügung steht, allein, noch bei den Mautner Alm, sondern dass ich immer Bades brauche. Ich brauche immer Bades. Ich werde es nie allein schaffen, egal ob so oder so. Und das nutzt nichts.
wenn ich jetzt darüber philosophiere, wenn ich es nie allein schaffen werde. Dass bei den Misoria-Quellen, und da gebe ich Ihnen recht, die Misoria-Quellen, dadurch, dass sie so hoch gelegen sind, im Verhältnis zum Behälter der WG, der Wassergenossenschaft Würmler, besteht dort die Möglichkeit, ein Trinkwasserkraftwerk zu errichten. Das ist richtig. Und die Möglichkeit wird man auch, wenn man das im Detail plant, sehr wohl mit in Betracht ziehen. Natürlich. Weil, ist ja naheliegend, weil wenn ich sowieso die Ableitung nicht bauen muss, weil die Dimension nicht passt, dann werde ich sie so bauen, dass ich damit auch ein Kraftwerk betreiben kann. Aber das ist Sache der Detailplanung, wenn man dort das Projekt angeht. So, aber jetzt haben wir genug. Meine, jetzt sind schon da 22 Gemeinderäte. Ich nehme nicht dazu. Nicht. Aber ich muss ganz offen sagen, wie viele Gemeinderäte kennen draußen in der Natur die Sache? Und hier möchte ich die Anregung machen, wer Interesse hat. Und das habe ich der Oma und Vater schon gesagt. Obfrau, ja, ist ja klar. Ja. Dass man vielleicht doch, wer Interesse hat, einmal eine Begehung dieser Quellen, die in Betracht kommen, durchführt. So, und vorerst einmal genug. Es sind ja 22 andere, die was sagen wollen. Danke. Dann habe ich eine Reaktion von der Gemeindevorsteherin Batterer und dann eine Wortmeldung vom Gemeinderat Dabringer. Ja, hoher Gemeinderat, Herr Ingenieur Rauch, herzlichen Dank einmal für die Präsentation. Sie haben das ja auch schon im Ausschuss gemacht und wir haben schon darüber diskutiert. Ich glaube, dass das halt ein wichtiger Schritt ist, dass da wirklich konkreter Ausbauplan für 10 Jahre vorliegt. Vielleicht als kurze Ergänzung, es ist nämlich noch nicht erwähnt worden, wie die Fördermöglichkeiten ausschauen, Bund, Land, vielleicht, dass man auch darüber informiert. Und der Herr Gemeinderat Dunner ist gerade gegangen, aber der Herr Gemeinderat Kogler hat sich auch eh schon angemerkt und ich glaube, soweit das Wetter zulässt, sollte man schon auch, oder ist eine Begehung sowieso auch geplant, also um sich das auch vor Ort anzuschauen. Danke. Danke. Dann willst du gleich antworten oder soll man? Misoria. Nein, mein Dabringer. Gemeinderat Dabringer, bitte noch eine Wortmeldung. Ich hätte eine Frage. Die Misoria-Quellen gehören ja nicht Kötschachmauten, nicht? Und das heißt, Kötschachmauten muss für die Wasser dafür nach Würmlach zahlen. Also das heißt, auf Deutsch gesagt, wenn das jetzt, bis jetzt ist es ja so, wenn Würmlach was an Kötschach liefert, dann wird dafür gezahlt von Kötschach nach Würmlach. Das falsch, oder bin ich noch? Nein, wir haben genau, also es gibt eine Vereinbarung, wo wir 1,5 Sekunden Liter immer nehmen können und kostenfrei, wenn natürlich bei unserer Trinkwasserversorgung was nicht funktioniert und wir mehr Wasser brauchen, dann wird das abgerechnet. Und dann in Zukunft, das ist eben das, über das jetzt zu diskutieren wird sein, ob man eine höhere Schüttung aus den Misoria-Quellen herausbringt, indem man sie anders fasst, eine höhere dimensioniert und neue Verträge abschließt. Vor allem mit den Eigentümern des Quellgebietes, dass man dort halt zu einer Lösung kommt, weiteres Wasser in unsere Trinkwasserversorgung zu bringen. Aber das kann der Ingenieur auch besser erklären, das Technische dahinter. Nur das Problem ist halt einfach, was wir auch schon gehört haben, wir haben eine relative Dringlichkeit. In dem Jahr haben wir es nicht gespürt, weil der Winter und das Frühjahr sehr nass waren. Das heißt, die Quellen und der Boden war gesättigt. Wir haben bis Ende des Sommers eigentlich überhaupt kein Problem gehabt in die Hochbehälter. Ende August ist dann ein bisschen knapp geworden, aber dann hat es eh wieder geregnet, dann haben wir es nicht mehr gemerkt. Die Jahre davor haben wir allerdings sehr oft Spitzen gehabt, wo wir wirklich schon am Limit waren, wo man, der Gemeinderat Kogler weiß es, gut schauen hat müssen, wie spült man die Aquarena. Brunnen, öffentliche Brunnen sind weggeschalten worden. Der Herr Diplom-Ingenieur Lafka von der EVN, der ja das Wassermanagement und Abwassermanagement für uns betreibt, ist heute auch da, um eben für Fragen zur Verfügung zu stellen. Und der kann auch vielleicht ein bisschen aus den letzten Jahren berichten, wie es uns mit der Trinkwasserversorgung zeitweise gegangen ist. Aber jetzt darf ich kurz das mit der Förderung und dann vielleicht noch ein Statement von dir, lieber Christian. Also es ist so, dass die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen kann Fördermittel beantragen dafür. Und zwar gibt es eine Förderung vom Bund. Das ist ein verlorener Zuschuss, der wird ausgezahlt über einen Zeitraum von 25 Jahren zu jeweils 2 Jahreszahlungen. Der beträgt 21% der Gesamtbauherstellungskosten. Also du hast die gesamten Kosten, nicht nur die Baufirma, sondern auch was Planung ist, was zusätzliche Vermessungsarbeiten und so weiter, das ist alles dort inkludiert und davon 21%. Verlorener Zuschuss über den Bund. Ich muss eine Zwischenfinanzierung machen von dem Ganzen, weil ja die Förderung eben nur über 25 Jahre ausgezahlt wird, verteilt in jeweils 2 Jahrestranchen. Das ist der Bund. Das Land Kärnten gewährt auch eine Förderung, die ist allerdings als
langfristiges Darlehen auf einen Zeitraum von 25 Jahren angelegt mit einer Fixverzinsung zwischen 0,3 und 1,0%. Wenn man das betrachtet, den Nominalwert betrachtet, auf 25 Jahre gesehen mit der Inflation, dann ist das auch fast ein geschenktes Geld, weil nach 25 Jahren muss ich innerhalb von 10 Jahren den Nominalbetrag, den ich vor 25 Jahren davor gekriegt habe, zurückzahlen. Ohne diese ganzen Preissteigerungen, die sich in der Zwischenzeit ergeben und ohne die Inflation. Und, und was auch wichtig ist, ich kann damit rechnen, weil ich kann mit dem ganz, ich weiß ganz genau, was ich zahlen werde, weil das ist ein Fixbetrag an Verzinsung. War nicht immer so attraktiv, weil teilweise die Banken bessere Fixbeträge angeboten haben bei den Darlehen, aber das ist im Prinzip etwas, wo man dann die Finanzierung einfach bei den Banken abfragt. Die Landesförderung liegt derzeit in einer Größenordnung von ca. 12%. Die wird mit jedem Bauabschnitt neu ermittelt, weil das Land verschiedene Aspekte da berücksichtigt und das ist also ein bisschen komplexere Formel, dadurch schaut keiner so genau, was dann am Schluss rauskommt, aber es liegt in der Größenordnung von 12%. Das sind die Fördermöglichkeiten, die wir haben. Danke. Dann darf ich den Diplom-Ingenieur vielleicht um ein Statement bitten. Jürgen, gibst du ihm das Mikro bitte. Also, der Wasserversorgung in Kötschach-Mauthen waren in den letzten beiden Jahren waren die nasseren Jahre, wo kaum Versorgungsengpässe vorhanden waren. Da waren in den Jahren 23, 24 waren ausreichende Wassermengen vorhanden. Dann, davor waren aber schon Wasserknappheiten zu verzeichnen. Es waren an den Spitzentagen Verbräuche jenseits von 1000 Kubikmeter pro Tag und auch die Niveaus in den Behältern sehr gering, einen Meter oder darunter. Da besteht dann die Gefahr, wenn Luft ins System kommt, dass Folgeschäden entstehen. Das ist natürlich damals nicht eingetreten, Gott sei Dank, aber das war schon ein heißer Ritt in diesen Jahren. Und ich glaube auch, dass man sich nicht in der Sicherheit wiegen darf von den letzten beiden Jahren, sondern dass durchaus wieder die Möglichkeit besteht, dass trockenere Zeiten kommen. Gibt es vielleicht Fragen, bevor dann der Vizebürgermeister Zevedin eine Wortmeldung hat an den Diplom-Ingenieur, weil er gerade das Mikrofon vor sich hat? Oder überlegt euch was? Dann darf ich den Christoph bitten. Ja, Herr Gemeinderat, Herr Diplom-Ingenieur Rauch. Ich glaube, es ist wichtig jetzt zu sagen, dass das Stiefkind Wasserversorgung jetzt endlich am Land gegangen wird. Denn, Herr Bürgermeister, von Dringlichkeit jetzt ist schon klar, das ist jetzt dringlich, aber die Wasserversorgung ist 30 Jahre halt vernachlässigt worden, das muss man offen und ehrlich sagen. Der Herr Gemeinderat Dabach hat jetzt gesagt, Würmlach, ich glaube, in Würmlach jetzt nicht jetzt, weil ich von Würmlach bin, sondern grundsätzlich, weil bei der Wasserversorgung ja über Würmlach mit 1,5 Sekundenliter abgesichert haben, gedeckelt mit, verbessern Sie mir jetzt, 35.000 Kubik oder 15.000 Kubik ist gedeckelt, der Vertrag. Oder 47.000, ja, ist egal. Aber dementsprechend ist ja jedes Jahr wesentlich mehr auf einem Grunnen als die 1,5 Sekundenliter, wenn Würmlach liefern hat können. Wenn nämlich das nicht wäre gewesen, hätte Kötschach schon wesentlich früher Probleme gehabt, weil man einfach gewisse Sachen nicht angegangen ist und das, was der Gemeinderat Turnau gesagt hat, das muss man jetzt offen und ehrlich sagen, die Mautner Almquellen hat man ja zu einem gewissen Zeitpunkt vor x Jahrzehnten aufgelassen, beziehungsweise nicht mehr betreut. Dadurch kommt es ja jetzt auch zum Tragen, dass man Investitionssummen über 1 Million dort zu tätigen hat. Und das sind einfach Sachen, die sicher sind, das hat der Blumenschein Rauch gesagt, es sind 9 Bauabschnitte schon passiert. Nur muss man auch sagen, die Bauabschnitte sind vorwiegend passiert, weil man in der Mautnerklamm zum Beispiel 2-3 Mal hintereinander durch Schneedruck bzw. Lawinen die Leitungen freigelegt haben oder durch Hochwasser. Das sind alles zwingende Maßnahmen gewesen, die man dringend machen noch können. Nur einen wirklichen Masterplan, einen Ausbauplan, so wie er jetzt vorliegt, hat man einfach über 20, 30 Jahre nicht gemacht. Und das müssen wir jetzt aufholen. Und Gemeinde Adurna oder beziehungsweise Gemeinderäte, die 2 Perioden herinnen sitzen, wissen, dass wir da geredet haben von 3,5, 4 Millionen und jetzt durch die ganze Indexanpassung, Bauindex und so weiter, Steigerungen, sind wir jetzt bei 7 Millionen und drüber. Das ist einfach durch die Vernachlässigung im Wassersystem oder in der Wasserversorgung jetzt nachzuholen. Aber das müssen wir
es dringend machen und ich bin ja heilfroh, es ist eh die Grundlage jetzt, dass wir überhaupt anfangen können. Wir haben vor x Jahren einen Antrag gestellt, den Wasserleitungskataster zu machen, dass der jetzt endlich einmal kommt. Weil der muss eh kommen, sonst kriegen wir nicht einmal die Förderungen. Das ist ja alles Sachen, die, oder die Hochbehälter digital zu erfassen, dass man jetzt digital die Abrufe hat, das haben wir auch seit 2 Jahren. Das sind einfach Sachen, die lang nicht gemacht worden sind und jetzt alles nachzuholen sind. Und natürlich mit Kosten zu verbinden sind. Das habe ich eh schon mehrmals gesagt, am Ende des Tages muss es der Bürger über die Gebührenhaushalte zahlen und da kommt jetzt eine Welle zusätzlich zu den anderen Anpassungen, die von der Ortschaft Mauthen und von der Ortschaft Kötschach getragen werden muss. Ich tue mir da relativ schwer, ich sitze zwar auf einem Mandat der Marktgemeinde Kötschach, aber bin Würmlacher, was über eine Genossenschaft geregelt ist. Mauthen und Kötschach wird Erhöhungen bekommen, das wird uns allen klar sein müssen. Und die werden sicherlich nicht klar sein, nur es muss dringend was passieren. Denn die Niederstände, die jetzt vor einem Jahr waren, mit einem halben Meter im Hochbehälter, was das wirklich heißen würde, wenn der Behälter leer geht, wenn Leitungen drin sind, die über 80 bis 100 Jahre sind, die zerreißt es alle in den Systemen, wenn der Behälter mal leer ist. Also da sind wir eh Gott sei Dank noch vorbeigeschrammt, nur Herr Bürgermeister, dringlich ist es, aber es wäre schon vor 10 Jahren dringlich gewesen. Gut, danke für die Wortmeldung. Ich will jetzt keine Vergangenheitsbewältigung betreiben, aber ich kann nur das wiedergeben, was ich halt auch so mitgekriegt habe in diesen Jahren, dass man damals durch die Belastungen des Kanalsbaus die Bevölkerung nicht zusätzlich mit Belastungen aus der Wasserversorgung noch einmal quälen wollte. Natürlich ist diese Entwicklung, die wir jetzt da heute diskutieren, ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern der Wassermasterplan wurde im Jahr 2018, 2019 beauftragt. Also das hat ja relativ lang gedauert, bis der fertig war. In der Zeit 2022 haben wir einige andere Probleme noch zu bewältigen gehabt, aber wir haben uns da mit dem Diplom-Ingenieur Lawka nach der Präsentation zusammengesetzt und geschaut, wie gehen wir das jetzt an. Jetzt hast du der Masterplan, der dir sagt, so und so viele Millionen werden zu investieren. Und so wie der Ingenieur, Diplom-Ingenieur auch gesagt hat, es ist ein Überblick, es ist eine Grobplanung, aber keine Detailplanung. Und deshalb haben wir dann Gott sei Dank einen Fachmann gefunden, auch über die Sanierung der Wasserleitung in der Schwarzbrunnquelle, die durch den Leitungs- oder durch den Wegschaden schnell behoben hat werden müssen letztes Jahr. Und wir haben ja alle voriges Jahr im Herbst beschlossen, dass der Ingenieur auch die Risikoanalyse machen soll. Und die hat auch seine Zeit gedauert. Das ist ein Konvolut mit die Kurzversion mit 600 Seiten. Die Langversion hat, glaube ich, 900 gehabt. Da kann sich jeder gerne mal anschauen. Aber im Endeffekt haben wir jetzt einen Weg vor uns, wie wir das angehen können. Es werden noch einige Sitzungen brauchen in den nächsten 10 Jahren, wo man dann die Details bespricht, wo man sagt, jetzt gehen wir so an, es werden sich ja die Preise entwickeln, es werden sich die Niederschläge entwickeln, es wird vielleicht dort und da einen Rohrbruch geben, den man jetzt nicht am Schirm hat. Nur jetzt geht es einmal darum, das Projekt zu starten. Und dazu diskutieren wir heute und es gibt auch einen Vorschlag, wie wir heute dann mit welcher Beschlussart wir auseinandergehen sollen, aber die Diskussion ist noch nicht vorbei. Bitte, Christian Kogler. Danke, Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Wenn ich kurz auf die Musori eingehen darf, Gemeinderat Thürner, ich glaube, wir haben das immer offen gelassen. Wir haben nicht gesagt, die kommt nicht, sondern wir haben gesagt, das ist eine absolute Möglichkeit. Es war ja kein Nein dazu. Allerdings, es wundert mich, wo Sie die Zahlen her haben. Es ist ja weder berechnet worden, noch ist ein Kostenvoranschlag erstellt worden. Und das mit den Grundbesitzern ist natürlich ein eigenes Thema. Aber vom Tisch ist es sicher nicht. Wer weiß, was in Zukunft passiert. Zu den Maßnahmen, Sofortmaßnahmen, was das Wasser betrifft, weil auch die Aquarina damals vor 2 Jahren, wo der Wasserstand auch so niedrig war, besprochen worden ist, ja, man sollte auch sich sicher sein, sollte sowas wieder eintreten, dass man auch Sofortmaßnahmen in der Bevölkerung trifft, das heißt, dass man Rosensprenkeln, Autowaschen oder Pullfüllen im Moment einfach verbietet, weil das einfach wichtig ist. Ich glaube, es hat uns alle ein bisschen überrascht und die Dringlichkeit, die Wichtigkeit, dass das so eine Maßnahme gesetzt werden, dass das Trinkwasser funktioniert und dass eben keine Luft in die Leitung kommt. Da sollte man auch einen kleinen Masterplan erstellen, um sollte der Herbst und Frühling ebenso trocken sein, dass der Sommer einfach in Gefahr ist, dass man dann reagieren kann. Schnell und einfach. Danke. Danke. Gibt es zu dem, was jetzt kurz außer Diskussion war, gibt es noch Fragen, Wortmeldungen?
vorläufig wohl, Herr Gemeinderat Turner. Ja, ich hab schon bin schon der Meinung, die Gebühren man hoch wären. Und wie der Herr Kugler sagt, ja, wir müssen Maßnahmen setzen. Schwingenpool ist ja irgendwo eine Konkurrenz in Hallenbad. Da wird es ja auch eine Belastung müssen geben. Weil der, was Wasser braucht, der muss zahlen. Und da bin ich der Meinung, dass die Bereitstellungsgebühr, die ist nicht meine Sache. Wer Wasser braucht, muss zahlen. Es kann ja nicht sein, dass größere Häuser, wo nur eine Person drin läuft, die Hälfte von denen zahlt. Das ist ja auch alles zu überdenken. Ist ja nicht leider Plan. Das ist eine Diskussion, die gibt es immer wieder. Macht man Bereitstellung oder verrechnet man nur noch tatsächlichen Verbrauch? Man darf halt eines nicht vergessen, ich habe in der Wasserversorgung enorm hohe Fixkosten. Ich muss das Personal immer zur Verfügung haben, ich muss Strom immer bereitstellen. Ich habe einen gewissen Teil, den ich immer habe, egal wie viel Wasser transportiert oder verkauft wird. Und jeder, der einen Anschluss hat, hat Anspruch darauf, dass er auftrat und es rinnt das Wasser. Egal wie viel er braucht, ob der einen Kubikmeter im Jahr braucht oder 100 Kubikmeter im Jahr, jeder hat den gleichen Anspruch drauf. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man einerseits eine Bereitstellung hat, weil ich stehe ja bereit, damit du jederzeit Wasser kriegst, und andererseits den Verbrauch, den tatsächlichen Verbrauch nach der Menge abrechnet. Jetzt sage ich, wenn einer einen Pool hat, dann ist das dann ein Problem, wenn der das Wasser genau zu dem Zeitpunkt braucht, wo ich am wenigsten habe. Ansonsten wäre es kein Problem, weil er zahlt ja auch mehr. Wenn der 100 Kubikmeter Pool hat, schön für ihn, dann zahlt auch die 100 Kubikmeter, die er ja bezieht. Also das wäre ja grundsätzlich in Ordnung, weil er finanziert ja damit auch den Betrieb für alle anderen mit. Das, was man sich überlegen kann, was viele machen, wenn die Pools ansteigen, dass man versucht, das ein bisschen zu koordinieren, dass nicht alle gleichzeitig auf die Idee kommen, einen Pool zu füllen. Also da gibt es die Möglichkeit eines Poolkatasters, die Möglichkeit, dass man sagt, der Bereich darf dann füllen, der Bereich dann, sodass man es ein bisschen versucht zu verteilen. Damit kriegt man es an und für sich gut in den Griff. Ich war 4 Jahre lang Betriebsleiter, Wassernetz Klagenfurt, und dort haben wir es auch so gemacht. Dort haben wir auch die ganzen Pools erfasst und dann immer angefangen, das ein bisschen zu koordinieren, weil es sonst einfach nicht anders geht. Aber generell zu sagen, nur mal den Verbrauch, das ist gefährlich, weil ich muss ja trotzdem die Fixkosten abdenken. Wenn ich jetzt sage, nur mal den Verbrauch, und dann werden alle plötzlich sparsam, dann habe ich auf einmal viel weniger Einnahmen, muss aber damit den Betrieb abdecken. Das beißt sich die Katze in den Schwanz. Dann muss ich noch mehr erhöhen pro Kubikmeter, dann werden die Leute noch sparsamer und am Strich habe ich wieder gleich viel. Also ich würde schon weit, ich weiß nicht, ob Sie das, habt ihr Bereitstellung? Ja, also ich würde weiter auf jeden Fall in dieses Konzept gehen, weil eben jeder die Möglichkeit hat, aufzutragen, jederzeit, wann er will, unabhängig davon, wie viel er tatsächlich braucht. Das kann ich aber mit der Mindestabnahme. Wäre auch eine Möglichkeit. Natürlich, das ist ja auch nichts anderes wie eine Bereitstellung. Wenn ich heute, es gibt Gemeinden, die haben eine Mindestabnahmemenge. Du hast, sie muss mindestens 50 Kubikmeter verbrauchen, mindestens 100, die zahle ich auf jeden Fall immer. Ist nichts anderes wie eine Bereitstellung. Ist das gleiche Prinzip. Weil der Effekt wäre nur, wenn ihr Mindestabnahmemenge habt, dass jemand halt einfach das Wasser rinnen lässt in den Kanal, weil er sagt, die muss es jetzt holen. Was auch nicht was ökologischer Unsinn ist. Also so gesehen, das kann nämlich auch passieren. Aber ich glaube schon, dass wenn man als eine faire, fair, so dass es für jeden fair ist, in der Gebühren, ist halt schwierig, weil es wird immer jemanden geben, der sich glaubt, ungerecht behandelt zu fühlen oder sich ungerecht behandelt fühlt. Es wird nicht das geben, die Lösung, die für alle gut ist. Aber man muss halt schauen, dass man es möglichst verteilt, weil jeder hat das Recht aufzutragen, unabhängig davon, wie viel er verbraucht. Und das muss man in irgendeiner Weise abbilden. Und das, wenn man überlegt, wenn heute Wasser 2 Euro auf Kubikmeter kostet oder 3 oder 4 Euro, dann sind das für 1000 Liter bestes Wasser. Geht einmal in den Supermarkt und kauft 1000 Liter als Mineralwasser, dann reden wir dort von ein paar hundert Euro. Also so gesehen ist es schon so, wenn ihr eine sichere Wasserversorgung habt, dass das auch einen entsprechenden Wert hat und auch haben sollte. Darf ich das kurz ergänzen? Vielleicht ist das falsch verstanden worden jetzt. Ich wollte nicht sagen, dass wir da nie weniger Wasser verkaufen. Das sollte eine Notmaßnahme sein, sollte das Szenario wieder eintreten. Das ist richtig, das ist vollkommen richtig, weil wenn ich sehe, es wird knapp, bevor ich riskiere, dass mein Netz trocken fällt, was das Schlimmste, was passieren kann,
dass das Netz trocken fällt. Bevor das passiert, werde ich alle Hebel in Bewegung setzen. Also das ist vollkommen richtig. Ja, okay, ich glaube, wir sind uns einig, dass es auf jeden Fall Maßnahmen braucht und auch dringliche Maßnahmen, wie man gehört, um auch gut begründet gereiht. Ich erinnere nur noch einmal, Landeshauptstadt Klagenfurt hat Freitag, glaube ich, Enterokokken-Alarm, seit 3 Tagen sind alle Supermärkte ausverkauft, du kriegst kein Wasser mehr in der ganzen Stadt. Alarm, was das den Nutzern, den potenziellen Nutzern Geld kostet, wenn das Wasser nicht in Ordnung ist. Es ist ja wohl da, aber sie dürfen es nicht trinken. Theoretisch könnten sie es abkochen, aber das tun auch die wenigsten, sondern die laufen in den Supermarkt und kaufen sich ja 1 Liter Wasser um das Geld, was bei uns 1000 Liter Wasser kosten. Also ich glaube, das darf man auch, natürlich müssen wir die Bürger schonen, so gut es geht. Wir sind auch daran gebunden, zweckmäßig, wirtschaftlich, sparsam zu arbeiten und natürlich rechtmäßig. Aber wir investieren nur 50 Jahre in die Zukunft für alle folgenden Generationen und auch für die, die das jetzt nutzen. Und das wird ja dann auch berechnet, wenn wir einmal die Beschlüsse haben. Die EVN steht Gewehr bei Fuß, die Gebühren zu kalkulieren für den Herbst, also fürs nächste Jahr, wenn wir jetzt in eine Grundsatzbeschlussfassung einmal kommen, dass wir diesen Masterplan mit der Risikoanalyse und dem anschließenden Ausbauplan so annehmen. Der Ingenieur Rauch hat noch im Vorgespräch auch gesagt, wenn wir in die Gänge kommen wollen, dann reicht es nicht, einen Grundsatzbeschluss zu fassen für den Ausbauplan, sondern geht es darum, den ersten Bauabschnitt auch schon in die Wege zu leiten. Das heißt jetzt nicht, dass wir ihn fix beschließen, sondern das heißt darum, die ersten Schritte zu setzen, nämlich einmal ein Leistungskataster zu erstellen, was muss da drin sein für eine Vermessung, Planung und dann bis zur Ausschreibung, dass wir mal das vorbereiten können im Zuge des Herbstes, solange der Schnee noch nicht da ist, vor allem die Vermessung. Weil wenn wir es dann beantragen, so wie gesagt hat, dauert es bis zu 6 Monate, bis das dann wirklich bewilligt ist. Und die Zeit jetzt im heurigen Jahr gehört einfach nur genutzt, um einen Bauabschnitt einmal zu starten und den parallel dazu natürlich alle anderen auch vorzubereiten. Dazu wird das eigenes Gremium brauchen, weil wir uns nicht regelmäßig im Gemeindevorstand oder im Gemeinderat mit allen Details beschäftigen werden. Und da haben wir in guter Tradition ein Baugremium, was sich dann zusammensetzen lässt aus allen, die sich interessieren. Und besprochen war auch im Sommer bei dem letzten Meeting, dass wir im Zuge des Herbstes einmal zumindest die Mautner Alm begehen, dass man mal jeder weiß, wo sind denn die Quellen, wo würde die Leitung oder wo ist die jetzige Leitung, wo geht sie hin, also auch den Hochbehälter und so weiter anschaut. Das war jetzt aufgrund urlaubsbedingt, Wassermeister und so weiter, noch nicht möglich, aber wenn das Wetter lässt, werden wir das im Oktober auf jeden Fall machen. Du hast wieder eine Wortmeldung gehabt? Ja, ich möchte nur kurz noch einen Satz dazu sagen und dann auf die Zukunft hinschauen. Um den Zeitfaktor ein bisschen einzugrenzen, wäre ein Satz dazu. Die Grundstücke für den Hochbehälter Kühlschrank sind unter Bürgermeister Stangl-Macher angekauft worden, das ist 90. Also, dass man den Zeithorizont ein bisschen sieht, wie lange die Diskussion bloß läuft. Bitte, Stangl, ja, 90. Zum Thema Gebührenkalkulation, ich glaube, das müssen wir uns schon noch einmal anschauen, beziehungsweise haben wir das eben vorhin schon einmal diskutiert. Wobei eins zu berücksichtigen ist, das was der Gemeinderat Thurnau auch gesagt hat, dass wir natürlich schon 2 Wohnsitze zu berücksichtigen haben, die meiner Meinung nach sehr viel Infrastruktur in Anspruch nehmen, aber das Leitungsnetz und sich nicht dementsprechend nutzen, also weniger Einnahmen für uns auch da sind. Und da muss man schon ein bisschen einen Ausgleich schaffen gegenüber der einheimischen Bevölkerung, die Jahr und Tag da ist, beziehungsweise die Infrastruktur nutzt. Das ist natürlich die Diskrepanz jetzt, dass ich große Häuser habe und vielleicht ein oder zwei Personen drinnen. Also die Diskussion wird man führen müssen und abwägen müssen, welche Variante das man wählt. Aber diskutiert gehört sie. Und zudem noch Mauten oder Würmlach. Muss ich ganz offen und ehrlich sagen, mir persönlich jetzt, aber das ist wertfrei jetzt gegenüber allen anderen, ist mir lieber aufgrund der Situationen jetzt, wie das auf und ab geht mit den Wasserverhältnissen, dass man das Risiko ortsgebunden jetzt auch streut. Das heißt, wenn ich die Mautner Quellen habe, ich habe die Möglichkeit, im Würmlach noch zusätzlich zu schaffen, natürlich mit finanziellen Aufwand, dann habe ich aber doppelte Sicherheit auf der einen Seite. Denn Badequellen auf einmal schlagartig zurückgehen, das wird fast nicht passieren. Also habe ich eher die Sicherheit dort, wenn ich das Risiko auf mehrere Standorte gesplittet habe.
Also grundsätzlich von unserer Seite, glaube ich, wichtig, dass man es jetzt endlich einmal so rasch als möglich angeht. Wir stimmen dem ganz sicherlich auch zu. Zum Thema Gebührenkalkulation werden wir uns sicherlich gesondert noch treffen, wobei ich mich sicherlich auch auf die Freiheitlichen anhängen, also Thema Tiefenbrunnen, das wird sich erst weisen, sicherlich erst weisen, wie das finanziell ausschaut. Da bin ich eher da, liege eher auf der Diskussion, dass man da schaut, wo die Infrastrukturen bereits Bestand haben, denn das hat auch x Millionen damals Schilling gekostet, die Leitungsnetze von Würmlach auf Mauten zu bauen, aber die jetzt auch wirklich auszunutzen und nicht wieder nahe Versorgungsleitungen, die noch zusätzlich an Energieaufwand auch noch brauchen, neu zu errichten. Danke, ja, ich glaube, da sind wir uns eh grundsätzlich einmal einig, dass der Tiefenbrunnen im Masterplan ein Thema war, eine Möglichkeit, zusätzliches Wasser zu gewinnen. Man weiß nicht, ob es eins gibt, wie tief sie ist, wie viel dort rauskommt, wie die Qualität des Wassers ist. Und natürlich hat sich seit 2022, vor allem bei den Energiekosten, ja einiges getan. Damals ist man mit einem Kilowattstunde von 8, 9 Euro ins Rennen gegangen. Jetzt waren wir zwischendurch auf 50, 60 Cent. Jetzt sind wir wieder irgendwo, wo wir schon einmal waren, aber es ist so volatil geworden, dass man sich wirklich überlegen muss, bei jeder Investition, was haben wir an Folgekosten. Das war vor 10, 20, 30 Jahren nicht immer das Thema. Ja, Herr Ingenieur, haben Sie noch irgendwelche Ergänzungen für uns? So, wir haben noch eine Wortmeldung, aber die Zeit nehmen wir uns natürlich gern. Ja, ich möchte nur anregen, dass der und im Protokoll festgehalten haben, dass meine Anregung den Bauabschnitt 10, 15 auf 10 hintertut und den 10er auf 15. Das möchte ich im Protokoll festgehalten haben. Gut, wird natürlich notiert, aber vielleicht noch einmal, um das noch einmal auch zu unterstreichen, was der Herr Diplom-Ingenieur auch gesagt hat, bei der Mautner Alm, wir wissen, okay, es ist teuer, es ist ein weiter Weg, aber das Wasser gehört uns, es braucht keine Verhandlungen dazu, keine großen mit Eigentümern. Wir können das beantragen, vermessen, umsetzen. Damit haben wir eine relativ schnelle Lösung. Parallel dazu werden wir natürlich in Gespräche gehen mit den Eigentümern oder mit den Zuständigen in Würmlach, Misoria-Quellen. Ich weiß, dort ist irgendein Wegprojekt, was natürlich auch gut zusammenpassen würde und das erst in 10 Jahren dann zu verknüpfen, bewirkt wieder Folgekosten. Aber wir wissen nicht, was bei solchen Verhandlungen herauskommt. Es kann sein, dass man 3 oder 4 Jahre verhandeln muss, bis man dann einmal auf einen grünen Zweig kommt. Und um diese Zeit jetzt nicht zu vergeuden, hat es schon einen Sinn. Wir haben es auch vorbesprochen, warum, dass man diesen Bauabschnitt 10 auf jeden Fall als erste, als dringlichste Maßnahme machen sollte. Da ist ja auch der Leitungskataster drin im Bauabschnitt 10, den müssen wir sowieso machen. Also spätestens nächstes Jahr einreichen oder anfangen. Förderung einreichen, weil sonst kannst du alle anderen Förderungen für die weiteren Bauabschnitte vergessen. Das heißt, das müssen wir sowieso machen. Das heißt, der Vorschlag wäre jetzt einmal den Grundsatzbeschluss zu fassen, dass wir diesen Ausbauplan, so wie er heute präsentiert wurde, Unterlagen gibt es ja auch jede Menge, haben wir gesehen, Risikoanalyse und das kann sich alles jeder gerne anschauen, dass wir den einmal als Grundsatzbeschluss fassen, dass wir sagen, ja, wir gehen in die Richtung, wir starten das jetzt. Und zusätzlich, dass wir beauftragt werden, Gemeindevorstand oder Baugremium, auch die vorbereitenden Schritte für die Ausschreibung, für die Angebotseinholung zumindest einmal für die ersten Schritte zu setzen, nämlich Bauabschnitt 10. Das wäre einmal der Vorschlag. Alles Weitere, wir werden eh heuer noch mindestens 2 Gemeinderatssitzungen haben und einige Vorstandssitzungen. Und das Projekt geht über 10 Jahre, das heißt, da folgen dann eh noch viele, viele Schritte. Nur, dass wir jetzt einmal Umsetzer haben, Planer haben, Kosten haben und kalkulieren können, was dann auch im Zuge der nächsten Gemeinderatssitzung natürlich dann präsentiert wird und für die Budgetverhandlungen für nächstes Jahr zur Beschlussfassung gebracht werden soll. Weil wenn wir jetzt dann nächstes Jahr Schritte setzen und da geht es dann schon um Geld, dann müssen wir natürlich auch schauen, dass wir entsprechend früh die Finanzierung und die Liquidität im Wasserhaushalt gewährleisten können. Wenn es keine weiteren Fragen oder Wortmeldungen mehr gibt, dann darf ich vielleicht noch mal ein Abschlussstatement von dir bitten. Ich bin kein großer Redenschwinger, obwohl ich sehr gern reden tue. Ich glaube, wenn sich jeder selber bewusst wird, wie wichtig Wasser in unserem Leben ist und wie sehr wir von einer
guten Versorgung abhängig sind, von einer sicheren Versorgung und von entsprechend, dass Wasser in ausreichendem Maß zur Verfügung steht und in bester Qualität, dann weiß man, dass es sowas einfach immer für die Generationen entscheidend ist. Und deswegen ist es auch wichtig, die Entscheidungen, die ihr jetzt trefft, sind die Entscheidungen, die die nächsten Generationen begleiten werden. Und deswegen ist es auch vielleicht einmal wichtig, Mut aufzubringen, zu sagen, jetzt steigen wir da ein und jetzt gehen wir es an, weil es eben einfach für Jahrzehnte Entscheidungen sind, wesentliche. Und auch im Hinblick auf dem, dass die Gemeinde entwickelt sich ja gut und die Gemeinde hat ja auch sehr viele andere Projekte, aber all das hat nur einen Sinn, wenn dahinter auch die entsprechende Infrastruktur gesichert ist für die Zukunft. Und das sollte man sich einfach vor Augen halten. Und ich glaube auch, dass die Bevölkerung, dass der das wirklich bewusst ist, weil jeder weiß, wie wichtig es ist, dass ich eine entsprechende Versorgung habe und wie wertvoll Trinkwasser ist, weiß man vor allem dann, wenn man jetzt, so wie jetzt in den letzten Tagen wieder in den Medien hört, dass es wo Probleme gibt, weil es ist halt so mit der Wasserversorgung. Man hört halt immer nur davon, wenn halt es irgendwo ein Problem auftaucht. Solange nirgends ein Problem auftaucht, hört man auch nichts davon. Es wird im Hintergrund irrsinnig viel dafür gearbeitet, aber man hört halt sehr wenig. Deswegen ist es auch wichtig und deswegen finde ich auch so super, dass das im Internet ist, dass man offen darüber kommuniziert. Das ist auch etwas, was ich sage, dass man da wirklich jetzt auch die Öffentlichkeit von Anfang an mit ins Boot holt und einfach ausführlich darüber informiert, was man vorhat, wie das Ganze ausschaut und welche Schritte man setzt, eben für die Zukunft. Gut. Dankeschön. Dann darf ich, wenn es keine weiteren Wortmeldungen oder Diskussionsbeiträge mehr gibt, den Antrag verlesen. Der Antrag an den Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen aufgrund von Vorberatungen am 22.08.2024, Arbeits- und Abstimmungsgespräch, Teilnehmer Bürgermeister Magister Herr Josef Zuppo, zweiter Vizebürgermeister Christoph Zebeling, Gemeinderat Christian Kogler, Gemeinderat Jakob Turner, wird an den Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen der Antrag gestellt, der Gemeinderat wolle beschließen, dass dem Ausbauplan mit der Variantenuntersuchung für eine nachhaltige öffentliche Wasserversorgung der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen Trinkwasser Kötschach-Mauthen 2035 auf Basis einer Risiko- und Gefahrenanalyse mit weiterführenden Überlegungen erstellt durch Diplomingenieur FH Andreas Rauch, Villach, der Grundsatzbeschluss erteilt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme? Einstimmige Annahme. Alle anwesend, dann darf ich mich beim Herrn Diplomingenieur recht herzlich für die bereits geleisteten Arbeiten bedanken und dafür die Präsentation auch beim Herrn Diplomingenieur Lafka für die seit Jahren und Jahrzehnten gute Zusammenarbeit im Bereich Wasser und Abwasser. Ihr dürft gerne noch bleiben, wenn es euch interessiert, was noch kommt. Es geht auch um Wasser. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für die Anwesenheit und für die Arbeit und wünsche eine gute Heimreise. Danke. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 7, Hochwasserschutz, Schießhütten und Forstgartenbach, HQ100-Ausbau 2025 bis 2028 mit den Unterpunkten 7a, Finanzierungsansuchen, KPC GmbH, Türkenstraße 19, 90 Wien, Beratung und Beschlussfassung, Punkt b, Freihaltung von Flächen von Bebauung im gültigen Gefahrenzonenplan, Beratung und Beschlussfassung, c, Finanzierung des Interessentenanteils Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Beratung und Beschlussfassung. Ich darf kurz ein bisschen was erzählen zur Vorgeschichte, aber ich bin mir sicher, der Referent wird das noch weiter ausführen, deshalb werden wir doch möglichst kurz halten. Am 22. August hat ein Arbeits- und Abstimmungsgespräch stattgefunden. Bei diesem Gespräch waren die Fraktionsmitglieder Bürgermeister, zweiter Vizebürgermeister, Gemeinderat Kogler, Gemeinderat Jakob Turner anwesend. Am Schießhütten- und Forstgartenbruch, einem rechtsufrigen Zubringer des Kötschachbaches, haben in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt zu größeren Niederschlagsereignissen, zu lokalen Überflutungen im Einflussbereich des sogenannten Bäche geführt. Das nun genehmigte Hochwasserschutzprojekt sieht im Wesentlichen den HQ100-Ausbau des Schießhüttenbaches beginnend mit dem Grabungsausgang bis zur Mündung in den Kötschacher Bach vor. Der rechtsufrige Zubringer Forstgartenbach wird nach einer offengeführten Gerinnestrecke über einen Rohrkanal dem Schießhüttenbach beigeleitet. Es gibt ja ein genehmigtes wasserrechtliches Projekt schon länger und das große Thema war immer die Finanzierung. Wie können wir es uns leisten? Es gibt laufend Änderungen in den Berechnungen
Und im Frühjahr dieses Jahres waren wir noch bei einer Förderquote, wo die Gemeinde ca. 850.000 bis 900.000 Euro für dieses Projekt an Eigenmitteln beisteuern hätte müssen, wo wir aufgrund unserer finanziellen Situation einfach dazu nicht in der Lage gewesen wären. Wir haben nach mehreren Interventionen, sowohl mit dem Ministerium und auch mit Abstimmungsgesprächen mit Land Kärnten, zum einen erreicht, dass es eine viel höhere Förderquote gibt, aber da wird der Christoph noch über die Details wahrscheinlich reden, wie es bisher üblich war. Und zusätzlich kriegen wir BZ-Mittel außerhalb des Rahmens, weil das Projekt einfach so weit fortgeschritten ist, dass es unter diesen Fördervoraussetzungen ein Blödsinn wäre, das jetzt nicht umzusetzen. Auch hinzu kommt natürlich, dass wir am Sonntag Nationalratswahlen haben, dass wir nicht wissen, wer im November, Dezember eine neue Regierung bildet, wie die Ministerien dann zu weiteren Projekten stehen. Das heißt, das Projekt ist ausgearbeitet über viele Jahre, es ist genehmigt und es ist finanzierbar. Und diese Chance kriegen wir wahrscheinlich in der Form nicht mehr. Wir haben, normalerweise hätten wir das Projekt Ende August einreichen sollen, damit wir in die nächste Fördersitzung im Dezember hineinkommen. Wir haben aber um Friststreckung ersucht, weil wir einfach Ende August keine Gemeinderatssitzung mehr zusammengebracht haben und das braucht eben gewisse Beschlüsse, die nur im Zuge eines Gemeinderats möglich sein. Und wir haben die Möglichkeit bekommen, eben heute diese Sitzung zu machen. Wir müssen dann nach der Sitzung, wenn alle Beschlüsse gefasst sind, unterschreiben, abstempeln und das Ganze gleich einscannen und per Fax noch per E-Mail noch Klagenfurt schicken, damit wir in diesen Fördercall hineinkommen. Und jetzt darf ich noch ganz kurz auf die Finanzierungsdaten eingehen, was das Projekt in ungefähr kostet. Details können dann jederzeit ergänzt werden. Aber in Summe ist es so, dass der aktuelle Stand, und der hat sich heute erst wieder verändert, wir reden von Gesamtkosten von 2.710.000 Euro. Davon bekommen wir jetzt Förderungen über den Bund in Höhe von 54,2%, das sind 1.468.820. Das Land ist mit 37,5% dabei, das ist 1.016.250. Und die Interessentenbeiträge sind 224.930. Allerdings, da geht es jetzt nur um die förderfähigen Kosten. Es ist bei dem Projekt nicht alles förderfähig, weil die Förderungen darauf abzielen, nur offene, naturnahe Verbauung zu fördern. Sobald du Rohre baust, musst du selber zahlen. Und beim Schießhüttenbruch ist es auf einem gewissen Bereich einfach aus aktueller Überlegung nicht möglich, offen zu bauen. Das heißt, den Teil, den Forstgartenbruch betrifft, da bleiben wir auf die Kosten zu 100% sitzen. Und in Summe kommen wir damit auf Eigenmittel, die wir dann vermutlich zur Verfügung stellen müssen, von 450.000 Euro. Wobei wir in das Projekt schon 56.000 Euro eingebracht haben. Wir haben dann auf die nächsten zwei Jahre BZ-Mittelzusagen von jeweils 100.000 Euro über das Land Kärnten und können die verbleibenden 194.000 über ein Regionalfonddarlehen finanzieren. Die Gemeindeaufsicht hat uns das im August, Anfang August zugesichert, dass wir das Darlehen aufnehmen dürfen, was ja auch nicht so leicht ist momentan. Aber sie waren alle einsichtig und haben gesagt, das ist ein gutes Projekt, da passt momentan alles und es wäre fatal, das jetzt nicht umzusetzen. Soweit einmal von mir zur Einleitung. Ich bin mir sicher, es gibt jetzt ein paar Wortmeldungen und dann werden wir vielleicht noch über die einzelnen Beschlüsse im Detail reden. Bitte, gibt es Wortmeldungen? Ja, Referent, Vizebürgermeister Zewiger. Ja, Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, danke einmal für den Vorbericht seitens von Herrn Bürgermeister. Aufgrund der letzten zwei, drei Wochen Medienberichte, glaube ich, passt das Thema oder beziehungsweise ist jedem bewusst, momentan auch medial, was bei Ereignissen, bei 100-jährigen Ereignissen, einige reden von 1000-jährigen Ereignissen, passieren kann. Wir haben in diesem Bereich Schießhüttenbruch bereits bei 5-jährigen Hochwasser schon Probleme, weil es drinnen einfach von den Dimensionen nicht passt und möchte auch dazu sagen, dass man in Zukunft viel mehr noch, und das ist das beste Beispiel in Kötschach, Thema Raumordnung einfach mehr Acht geben sollte, denn allein die Investitionssumme jetzt von 2,7 Millionen, die sich Gott sei Dank jetzt
über den Bund und über das Land so gestaltet, dass er für uns im eigenen Anteil finanzierbar wird, auch gebaut werden kann. Das heißt, bei einer anderen Raumordnung vor x Jahren hätte man das wahrscheinlich billiger haben können. Aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Im Grundsatz hat mein Vorgänger mit dem Ganzen, der erste Vizebürgermeister Nussbaumer, mit dem Ganzen begonnen. Sind wir wieder beim gleichen Thema, wie lange oft Projekte dauern. Ich habe das Ganze 2015 geerbt bzw. übernommen. Damals sind wir beim Stand gewesen, dass wir 4 Varianten bereits untersucht haben. Die Varianten sind auch, liegen auch da. Nur als Kostenvergleich jetzt, eine Variante hätte damals, also die Variante 1, hätte damals bei die 800.000 Euro gekostet. Wenn man jetzt vergleicht, was da steht, sind 2,7 Millionen. Natürlich sind die Varianten untereinander, das ist die Variante 5 jetzt, nicht vergleichbar. 2016 hat sich dann eins bei einer Besprechung ergeben, dass ich den Ingenieur Brieger beauftragt habe, einmal zu evaluieren, ob man den Forstgarten braucht, der was zuerst geplant war, über das offene Gelände Hagebaumarkt Fleckfeld abzuleiten, ob man ihn nicht doch oben abfängt und mit einer Rohrleitung zum Schießhüttenbachfänger zuleiten könnte. Das ist dann überprüft worden und ist dann auch in die wasserrechtlichen Verhandlungen so eingeflossen. Es hat sich dann über Jahre natürlich mit den Grundstückseigentümern hat's Gespräche gegeben. Es war auch nicht so einfach. Trotzdem schlussendlich konnte es dann erreicht werden, dass wir alle Zustimmungen vom Schlüsselbauwerk Forstgartenbach, Einlaufbauwerk bzw. Fangmauer bis zum Schießhüttenbachfänger und dann bis in die Einmündung in den Kötscherbach alle Zustimmungserklärungen bekommen haben. Es ist dann auch Gott sei Dank gelungen, das ist auch die Grundlage für das Projekt, bei der BH Hermagor die wasserrechtliche Genehmigung zu erwirken. Zuerst einmal den Schießhüttenbach und dann den Forstgartenbach. Also es liegen beide Genehmigungen vor, wasserrechtlich, und ist somit auch verhandelt. Das Ministerium hat auf der Gemeinderat Kogler bzw. Gemeinderäte, wenn Sie sich noch erinnern können, auf Anfrage von Herrn Gemeinderat Kogler, habe ich im Februar, glaube ich, war das, oder März, geantwortet. Da ist nämlich kurz davor das Schreiben vom Ministerium reingekommen, dass der Eigenanteil bei der Gemeinde für dieses Projekt ca. 900.000 Euro wird zu liegen kommen. Und damals habe ich auch Ihnen geantwortet, dass ich beim nächsten Gemeindevorstand den Gemeindevorstand empfehlen werde, dieses Projekt unter Anführungszeichen einzustampfen, weil ich das zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr eingesehen hätte, irgendeine Ingenieurstunden oder Beamtenstunden oder sonst welche Ressourcen in das Projekt einzustecken, weil die 900.000 als Eigenanteil für die Gemeinde sicherlich nicht nur zu der Zeit, sondern auch bei normalen finanziellen Gebarung nicht stemmbar wäre gewesen. Es hat sich aber dann durch Interventionen, beziehungsweise, ich will jetzt nicht sagen Interventionen, aber mehr in Telefonaten meinerseits über das Ministerium durch Bewegung eingesetzt, dass man gewisse Grundlagen anders beurteilt hat. Das heißt, Geschiebe, es gibt auch Bonuspunkte bei Finanzierungsprojekten oder Projekten für die Finanzierung, wenn man Geschieberückhaltebecken einplant, und das war in diesem Projekt ja sowieso geplant, beim Schießhüttenbach den Fänger dementsprechend auszubauen. Also da haben wir 5% Interessensanteil lukrieren können und dann zusätzlich noch gewisse Freihaltezonen in der Gemeinde, in diesem Gebiet zu gewährleisten. Und dann wäre es möglich, eine 90-prozentige Förderung zu bekommen. Gesundheit. Gesundheit. Es hat sich dann noch etwas aufgetan, dass man grundsätzlich, beziehungsweise nicht aufgetan, sondern das hat der Bürgermeister schon gesagt, das ist das Negative in dem ganzen Projekt, dass die Rohrleitungen in den Förderrichtlinien ausgestrichen sind. Das heißt, alles, was zusätzlich im verbauten Gebiet verrohrt wird, ist mit 100% selbst zu beraten. Und das ist die Zuleitung von
Liegenschaft Rizzi zum Skisiedenbach. Der Teil ist zu verrohren, weil es einfach anders nicht möglich ist. Und der ist mit über 300.000 Euro selbst zu bezahlen. Ergibt sich aber trotzdem jetzt ein positiver Förderschlüssel für das Gesamtprojekt. Der Bund, also Gesamtkosten Nummer 2, geschätzte 2,7 Millionen, würde der Bund einen Interessentenbeitrag von 1,468 Millionen übernehmen, das sind 54,20%. Das Land würde 1.016 übernehmen, das sind 37,5%, und der Interessentenanteil, Eigenanteil der Marktgemeinde, wäre somit dann herunten auf 8,3% von unserer Seite. Durch die Interventionen von Bürgermeister hat sich dann auch die Landesseite noch, das hat der Bürgermeister eh schon erwähnt, noch bewegt und hat das Projekt für positiv erachtet, und somit hat sich in ein paar Monaten jetzt eigentlich das Projekt zum Positiven gewendet, ansonsten wäre das sicherlich im Schredder gelandet. Zum Nachteil natürlich der Bewohner drinnen, denn jeder, was fibertechnisch unterwegs ist, weiß, dass bei jeder Kleinigkeit, also da reden wir von 20, 30 Liter Niederschlag, bereits da drinnen zu Problemen kommt, dadurch, dass der Skisiedenbach einfach dementsprechend an Material auch bringt und natürlich das Gelände drinnen relativ schwierig ist, weil nur Vergleichszoll von Hagebauhalle hinten bis zum Einmündungsbauwerk oder beziehungsweise Einmündungspunkt Mandorfer Kreuzung sind 8 cm Gefälle, das ist so gut wie nichts, und deswegen ist das nicht so einfach, da drinnen etwas im Nachhinein zu verbauen, aber ich hoffe, dass die Detailplanungen jetzt sind und auch die Bauabschnitte nicht so einen Aufwand der Aufwand ist nicht da so niederschluckt wie in die Vorverhandlungen, aber grundsätzlich ist es positiv, dass das einmal jetzt finanziell genehmigt wird. Gut, gibt es einmal vorläufig Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Kogler. Ja, danke, Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Ja, ich glaube, in Christoph haben wir jetzt eh schon öfter darüber geredet. Zwar haben wir noch eine Gemeinderatssitzung oder noch eine Fragestunde, eben, wo wir das angebracht haben, haben wir es auch getroffen. Den besagten Kötscher Boch, eben von ehemaligen Schuhe Steiner bis zur mehr oder weniger Eisenbahnbrücke, uns angeschaut. Es ist einmal zu sagen, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, einer, der wirklich schon lange irgendwo im Raum steht. Ich selber, in der Nähe wohne, weiß, was der Skisüttenbach kann, wenn es wirklich zu einem Szenario kommt. Und ich denke, das ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Bevölkerung in diesem Wohnkreis. Zum Forstgartenbach, ja, ich denke schon, dass man da schaut. Wichtig ist, dass es jetzt auch anfängt. Wichtig ist, dass das Projekt da umgesetzt wird. Zu sagen, es gibt natürlich mehr Stellen in Kötschach, auch in Mauten, die dann in weiterer Folge auch zu begutachten sind. Es muss nicht immer so ein Großprojekt sein, das war wirklich eines der schlimmsten, wenn man die Feuerwehr fragt, eben, das ist, wenn es anfängt zum Schütten, dann weiß man gleich, wo man hinfahren hat müssen. Aber es ist auch bei uns nachzudenken, weil die Raumplanung da auch schon erwähnt worden ist, dass es noch viel Baugebiet gibt, die eigentlich irgendwo in einer Gefahrenzone liegen, bei gewissen Wasserszenarien. Das betrifft da jetzt dann auch hier Kötschach Richtung Kötschach Nord, also dieser Nordteil, wo noch viel Wasser eigentlich zum Wegbringen wäre. Jetzt werden da auch wieder Häuser gebaut. Ich denke schon auch, dass wir da weiterhin nachdenken müssen, vielleicht auch mit der Nachbarschaft einmal ein Projekt ausarbeiten oder nachverfolgen können, wie wir das Wasser dann wegbringen. Denn wir sollten uns im Hintergrund auch bewusst sein, dass wir das Wasser beschleunigen, das auch im Bach kommt und die Problemstellen dann auch weiterschieben. Die Bäche eben sind eine Lebensader für das Wasser, und wenn es da verklaust, können große Teile auch zu Schaden kommen. Von unserer Seite alles okay, starten wir das Projekt, lassen wir es da angehen und weitere Folge auch mit so einer Arbeitsgruppe, auch wie beim Trinkwasser, dass wir da einfach öfter zum Sitzen und über die weitere Vorgehensweise oder einfach um eine Verbesserung irgendwo da zu bringen. Danke. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat,
Ich habe als Geschäftsführer von einer mittelgroßen Firma viel mit Förderung und so weiter auch zu tun gehabt. Das ist ein Zwei-Seiten-Antrag. Ich glaube, da ist ein Zahlensturz drinnen zwischen den Beilagen, die hinten angeführt sind. Bitte die Werte nochmal zu kontrollieren und auch die Kilometerangaben. Ich habe mir das gestern, wo ich das erhalten habe, ein bisschen durchgeschaut. Also es deckt sich der Finanzierungsplan mit dem Anteil Bundesmittel um 1.100 Euro nicht. Das wäre peinlich, glaube ich, wenn man das in zwei Zeilen nicht richtig macht. Auch vorne Bauträger und Erhaltungsverpflichteter den Gemeinde, das Wort Gemeinde, es ist Gemeinse geschrieben statt Gemeinde. Und was mir aufgefallen ist, das hat mir heute der Christoph nicht beantworten können, Gewässerlänge von 0,2 bis 0,75 sind 550 Meter und es ist aber hinten beim Finanzierungsansuchen von 1032 Meter die Rede. Also bitte die Zahlen nochmal prüfen. Du passt bloß nicht zusammen. Gut, ich habe es ja eingangs erwähnt, es sind erst heute wieder korrigierte Zahlen gekommen, die wir in diesen Antragstext hineinfließen haben lassen. Also es ist vom zuständigen Wasserbauamt da mehrfach korrigiert worden. Kann sein, dass sich dadurch die Sitzungsunterlagen nicht ganz mit dem Antragstext decken, aber der Amtsleiter kann da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Es hat heute knapp eine Stunde vor der Sitzung eine kleine Korrektur gegeben. Wir haben schon des Öfteren in den letzten Wochen immer mit verschiedenen Zahlen zu tun gehabt. Das Zahlenwerk ist beim Herrn Bürgermeister und beim Vizebürgermeister von heute am Tisch. Die Unterlagen wurden nicht von uns erstellt, die Unterlagen kommen von der Abteilung, Unterabteilung Wasserwirtschaft in Hermagor. Sie sind verpflichtend heute, so wie sie beim Bürgermeister und beim Vizebürgermeister liegen, zu beschließen, abzugeben und Sie müssen nach unserer Sitzung heute noch an das Amt der Kärntner Landesregierung, so wie wir sie erhalten haben, weitergeleitet werden. Genau, also ich glaube, natürlich ist es auch... Noch einmal, es ist trotzdem ein Fehler drin. Es ist ein Fehler drin von 1.000 Euro, es ist wahrscheinlich, schau, weil hier das deckt sich mit meinen Unterlagen, schau, 1,467 ist der alte Betrag. Nein. Nein, ich habe gerade hab den. Da, schau, eins, und da ist noch immer eins, da ist der alte Wert drin. In den Unterlagen, in die Projektunterlagen. Ja, in den Projektunterlagen. Aber ich habe gesagt, jetzt sind die Unterlagen, die der Vizebürgermeister hat, dafür hat er die Bürgermeister. Ja. 1,468, 1,468. Da ist da der Fehler. Ja, das habe ich erfasst. Das passt. Genau. Passt. Dieser Punkt A, wo wir eben dieses Finanzierungsansuchen stellen, das bezieht sich nochmal auf die förderfähigen Kosten. Da ist das Rohrstück Forstgartenbach nicht enthalten. Deshalb ist der Interessentenbeitrag in dem Bereich 224.930. Das müssen wir gegenüber der Förderstelle einmal beschließen, dass wir das Geld aufbringen werden, damit die den Rest dann freigeben können. Und die 230.000, die dann einmal budgetiert sein für den Rohrkanal, das ist außerhalb dieses Finanzierungsansuchens. Das müssen wir dann in der Detailplanung und in der Umsetzung, also in der Ausschreibung, Angebotseinholung schauen, wie hoch die Kosten da wirklich sein. Mit etwas Glück wird es vielleicht noch billiger. Alles in allem, das wird man sehen, was die Ausschreibungen ergeben. Das sind jetzt wirklich einmal hochgerechnete Kosten von den zuständigen Planern. Aufgrund der aktuellen Baupreise, aufgrund der aktuellen geschätzten Personal und so weiter, Materialkosten. Das kann sich dann im Zuge der Ausschreibung natürlich noch ändern. Das haben wir bei jedem Projekt. Nur um in dieses Förderprogramm hineinzukommen, müssen wir das, so wie es uns vorgelegt wurde, jetzt beschließen, gleich abschicken. Wenn dann die Förderstellen entsprechend zustimmen, dann geht für uns die Reise los. Und wenn man die Nachrichten verfolgt, was jetzt gerade in Niederösterreich, Oberösterreich, Wien momentan an zusätzlichen Geldern versucht wird zu finden für Behebungsmaßnahmen, dann kann man sich ausrechnen, dass wahrscheinlich für prophylaktische Maßnahmen
die Reise nach Tirol wieder losgeht, wie viele Mittel dann wirklich für Förderungen in der Vorsorge zur Verfügung stehen, wird sich erst nach der Nachsorge vom aktuellen Hochwasser herausstellen. Gut, Herr Vizebürgermeister. Ja, Herr Gemeinderat, Gemeinderat Kugler, danke einmal für das Interesse von eurer Seite. Begehung haben wir, wie du auch gesagt hast, beim Kötscherabbruch gehabt. Das ist auch jetzt an genehmigt, dass das drinnen freigeschnitten wird. Nur zur Erklärung, auch das, so wie der Amtsleiter auch schon gesagt hat, es sind in letzter Zeit neue Zahlen gekommen, es sind nicht nur neue Zahlen gekommen, es ist auch etwas unverständlich, dass gewisse Stellen, auch die Landesstellen, Sachen fordern, die etwas suspekt sind. Es ist da vor einer Woche oder zwei Wochen reingekommen, es muss ein zusätzliches Pflegekonzept für den Korridor vorgelegt werden. Also ich bin jetzt auch schon seit 15 Hochwasserschutzreferent, aber das habe ich noch nie gesehen, dass man im Vorhinein bei einem Finanzierungsplan ein Pflegekonzept des Korridors vorlegt. Da muss auch wieder die Firma Revital beauftragt werden, das ist ja auch nicht kostenlos Franco. Das muss auch wieder gezahlt werden, also da müsste man auch einmal auf Landesebene fragen, ob das alles so richtig ist, was sie da fordern. Vor allem, weil das in der kurzen Zeit dann auch noch auf den Tisch muss. Wie gesagt, die haben das jetzt eh alles nachgeliefert und die Zustimmungserklärungen. Ich hoffe, dass das in nächster Zeit nicht noch etwas dazukommt. Zu dem Thema Verbauung, Raumordnung, ich habe dazu eh meinen Teil gesagt. Ich glaube, man sollte, und da ist jeder Gemeinderat darin in der Pflicht, sich zu überlegen, wo bzw. wie man in Zukunft in Ortsgebiet Kötschach, Mauten, also in der Marktgemeinde, Verbauungen bzw. Bauland, Ausschließungsgebiet zulässt. Weil im Nachhinein dann Verbauungsmaßnahmen zu machen, wird ja jetzt an das, was der Bürgermeister jetzt angerissen hat, ja nicht einfacher werden, denn wenn man genau zulässt, werden jetzt die gewissen Stellen beauftragt, aufgrund der Hochwassersituation in Niederösterreich, die Kuvaturen, Niederschlagszahlen und so weiter, die Rückhaltebecken und so weiter zu überarbeiten. Also es werden die Grundlagen, die Basiszahlen sicherlich angepasst werden. Das heißt, wir werden mit den ganzen Verbauungsmaßnahmen kubaturmäßig nach oben gehen, sprich breiter, tiefer, höher. Und das wird nicht billiger, sondern teurer. Und das wird man in Zukunft sicherlich genauer müssen berücksichtigen, weil im Nachhinein so eine Sachen zu verbauen, wenn da der Eigenanteil dementsprechend hoch ist, mit 1 Million, dann wird es unfinanzierbar. Gut, vielleicht nur eine Ergänzung zum Gemeinderat Kogler. Es gibt noch andere Projekte, tatsächlich nicht nur dieses, aber das ist halt am weitesten fortgeschritten, was auch schon genehmigt war und wo es jetzt an der Finanzierung lange zum Kämpfen war. Ich möchte mich aber ausdrücklich auch beim Christoph bedanken. Ich glaube, das war wirklich ein Beispiel, wie man, wenn sich alle Seiten bemühen, wie man etwas zum Wohle der Bevölkerung durchbringen kann, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, haben wir da wirklich mit über 90% Förderung, kann man sagen, eine tolle Geschichte zusammengebracht, was vor einem halben Jahr noch nicht realistisch war. Und wir haben im Zuge dessen dann auch mehrere Gespräche mit Ministerium und so weiter gehabt. 2020 eine ministerielle Bereisung, wo wir das Thema Zilischke und Klamserbäche schon angeschnitten haben. Damals hat das Amt für Wasserwirtschaft ein internes Projekt ausgearbeitet. Aber um dann in weitere Fördermaßnahmen hineinzukommen und wirklich Detailbetrachtungen machen zu können, braucht es eben ein generelles Projekt. Und im Zuge der letzten Verhandlung im Frühjahr haben wir auch dieses generelle Projekt einmal mehr oder weniger in Auftrag gegeben. Wir kriegen die Unterlagen dazu erst, aber die Eigenmittel sind auch da mit ca. 20.000 Euro eingeschätzt worden, allein für die Projekterstellung. Und auch das haben wir vom Land als Bedarfszuweisungsmittel schon zugesichert bekommen. Das heißt, auch dieses generelle Projekt einmal für die Planungen im Bereich Zilischke, Schinterbach, Klamserbäche wird in Kürze gestartet werden. Dann haben wir auch dort wieder einen Schritt weitergebracht. Und es gibt ja auch entlang der Geil gewisse Maßnahmen, die vom Amt für Wasserwirtschaft in Planung oder bereits in Umsetzung sein. Und je nach Zuständigkeit, Wildbach oder Amt für Wasserwirtschaft, werden natürlich die Sachen auch regelmäßig akkordiert. Aber das, was der Christoph,
Wir haben im 18er Jahr einen neuen Gefahrenzonenplan gekriegt, der ist von wesentlich höheren Kuverturen bei gewissen Flüssen ausgegangen, als es bisher der Fall war. Und mit dem werden wir wahrscheinlich auch aufgrund der Ereignisse jetzt und vielleicht hoffentlich nicht, aber folgende Ereignisse auch rechnen müssen, dass sich die Berechnungsgrundlagen ganz einfach ändern. Und deshalb ist auch das ÖX so wichtig, was wir jetzt machen. Wir haben ja alle möglichen Bürgerbeteiligungsverfahren mit Fragebogen, die immer noch gültig sein. Da darf ich alle herzlich einladen, dafür Werbung zu machen, dass sich wirklich so viel Leute wie möglich einbringen und Gedanken machen, auch ihr Gemeinderäte, weil mit diesem örtlichen Entwicklungskonzept legen wir die Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch Einschränkungen der nächsten 10 Jahre fest. Und wenn wir das verantwortungsbewusst machen, natürlich auch im Interesse der Bevölkerung, dann können wir gewisse Sachen für die Zukunft einfach zumindest eindämmen oder vielleicht sogar ausschließen. Was die Realität dann bringt, ist wieder was anderes. Aber wenn man natürlich neben einem Bach umbaut, dann muss man irgendwann damit rechnen, dass der Bach kommt. Und solche Sachen muss man nicht unbedingt sehenden Auges zulassen. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte Herr Gemeinderat Kogler und Herr Gemeinderat Turner. Ja, danke Herr Bürgermeister. Ja, für uns ist schon klar, dass das jetzt ganz wichtig ist, dass das Projekt da angefangen und umgesetzt wird. Ich wollte eigentlich nur anreizen, dass es auch andere Stellen gibt, dass die Finanzierung schwieriger wird. Das wissen wir ja nicht nur in dem Thema, das wissen wir ja generell. Aber natürlich geht es auch darum, die Bürger zu schützen. Und vielleicht darf ja, sofern die Sicherheit dann das gewährleistet, beim nächsten Hochwasserszenario die Gemeinderäte einladen, in die Feuerwehr zu kommen. Um vielleicht vor Ort sich selber ein Bild zu machen. Das schaut wirklich wild aus, in die Bilder ist es auch wild, aber wenn man wirklich vor Ort da steht und sieht, wie neben einem Haus da große Bäche aus dem Wald erschießen oder auch Steine, dann weiß man vielleicht, wie gefährlich das wirklich ist. Danke. Danke, Herr Gemeinderat Turner. Ja, Herr Gemeinderat, seit nahezu 2 Jahrzehnten ist dieses Projekt, wie immer man es bezeichnet, Forstgarten, Lassnigründe oder Holländersiedlung, wird bei der Völker und die Vorwurf gemacht, wir köpfen das Wiedmen gekannt. Ich stelle einmal fest, es sind nur Holländersiedlungen, es sind nur Zweitwohnsitze, es sind auch einheimische Dinge. Und man muss ja auch sagen, es hat über die Bauwirtschaft auch etwas profitiert von der ganzen Sache. Ich möchte halt allen, die was dazu beigetragen haben, dass das Projekt verwirklicht wird finanziell, danken. Und wenn ich noch weiterfahre, meine, es heißt, wir müssen vorsichtiger sein, beim Bieten bin ich auch bei euch, aber gleichzeitig wird immer wieder die Frage aufgestellt, in Kitzschach gibt es keinen Baugrund. Wenn man alles nachher so 100%ige Sicherheit, wird es nirgends geben. Das hat man ja jetzt beim Hochwasser gesehen, es nützt die ganze Verbauung nicht. Ein gewisses Risiko haben wir leben müssen. Ich bin froh, dass das Projekt über die Biene geht und danke nur einmal, die, was dazu beigetragen haben. Danke, Herr Gemeinderat Turner. Ja, das Thema der damaligen Bautätigkeiten ist halt auch ein Teil des Gefahrenzonenplanes. Also zu dem Zeitpunkt, wo die Sachen gewidmet, gebaut wurden, waren die Grundlagen andere. Ich gehe einmal davon aus, dass die jeweiligen Entscheidungsträger immer das Beste wollen und das Beste tun. Oft sieht man halt erst in 20 oder 30 Jahren, ob es wirklich das Beste war. Und das Thema Baugrund, tatsächlich haben wir genug Baugrund, man kriegt gleich keinen. Das ist eher das Problem, dass er halt nicht in öffentlicher Hand ist, sondern in privater Hand, entweder für die nächste Generation oder als Immobilie. Und das ist natürlich ein Thema, was aber nicht nur in Kötschach-Mauthen sehr viele Gemeinden in Österreich betrifft, dass diese Baugründe nicht zu bekommen sind. Auch die guten, die sicher wären. Und dann ist halt oft natürlich die Verlockung groß, dass man neue Bauflächen schafft. Und dieser Verlockung muss man halt widerstehen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Vizebürgermeister. Ja, Herr Gemeinderat Turner. Danke auch für viel Lob. Die Nomen sind zwar nicht voll, aber dazu ist selten. Zum Thema Bauwirtschaft, vollkommen richtig, stimme Ihnen zu. Nur man muss allen sagen, und das habe ich eigentlich damit wollen sagen, wenn ich da jetzt 2,7 Millionen, meine, das hat sich ja jetzt auch fast um 1 Million, mehr als 1 Million nach oben geschraubt durch die Bauindex und Steigerung und so weiter. Man hätte das vor dem Teilbebauungsplan leichter lösen können, weil man hat sehr wohl gewiss, dass der Schießhüttenbach hinten vor Ort ist, dass der Forstgartenbach an sich eher aus dem Hang heraustritt,
Aber er ist trotzdem auch, wenn mehr Wasser kommt, da hätte man vorher die Korridore müssen runterziehen, dann hätte das Projekt wahrscheinlich 10% oder 20% von den jetzigen Kosten gekostet. Und bauen hätte man trotzdem können. Das meine ich eigentlich damit, dass man ein bisschen mehr Vorsicht wollten lässt, wenn man selber genau weiß, und da brauche ich keinen Hydrologen oder sonst was, weil die Bäche sind offensichtlich. Das Einzige, was da noch passiert, und das ist das Problem, dass gewisse Bäche ja Jahr ein, Jahr aus trocken sind, das wird auch da passieren, dass der Korridor außer wahrscheinlich, wenn es gut geht, 2 Jahre trocken ist, und dann wird die Bevölkerung, oder wenn auch vielleicht ein paar sagen, jetzt habe ich so 2,7 Millionen reingesteckt, und das zeigt sich aber jetzt Thema Niederösterreich, Slowakei, Polen, dass das sehr schnell gehen kann und ganz anders ausschauen kann dann. Ich persönlich darf mich auch bedanken, erstens einmal bei meinem Vorgänger, ersten Vizebürgermeister Nussbaumer, der ja angefangen hat mit dem Ganzen, bei der Bauamtsleitung, beim alten Bauamtsleiter, bei der neuen Bauamtsleiterin, beim Hubert, beim Finanzverwalter, beim Amtsleiter, beim Ingenieur Brieger. Der Ingenieur Brieger hat den Bach, einen Bach, ganz anders bezeichnet, den Schießhütten Bach. Sage ich keinen Namen dazu, weil er schon 20 Jahre damit beschäftigt ist. Den Ingenieur Kohler, Wasserwirtschaft Hermagor, BH Hermagor, die daran maßgeblich dabei was beigetragen haben, dass das funktioniert. Wir haben ja auch ein Rechtsanwaltschreiben noch offen. Der Amtsleiter ist da auch drinnen, ja. Das werden wir auch noch klären. Das ist auch schon ein paar Jahre alt, aber das werden wir nicht auf uns sitzen lassen, glaube ich. So einfach sind oft einmal Sachen nicht, aber das hat man halt in der Politik auch auszuhalten. Jedenfalls danke einmal für alle, die maßgeblich daran beigetragen haben, dass das drinnen einmal jetzt endlich verwirklicht wird. Und zumindest der Siedlungsbereich hundertprozentigen Schutz wird es nie geben, aber zum Teil, zum Großteil, gewisse Sicherheit jetzt an bekommt. Danke. Gut, danke nochmal. Gibt es noch Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich die Anträge verlesen. Und zwar aufgrund von Vorberatungen am 22.08.24 Arbeits- und Abstimmungsgespräch Teilnehmer Bürgermeister Josef Zopper, zweiter Vizebürgermeister Christoph Zevenin, Gemeinderat Christian Kogler, Gemeinderat Jakob Turner, wird an den Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen der Antrag gestellt. Der Gemeinderat wolle beschließen, dass a. das beiliegende Finanzierungsansuchen, welches einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrags bildet, gerichtet an die Kommunalkredit Public Consulting GmbH Türkenstraße 19, 90 Wien, als Projekt mit der Bezeichnung Schießhütten und Forstgarten Bach, Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Hochwasserschutz, gemäß ausgewiesenem Finanzierungsplan mit nachstehenden Kosten und Finanzierungsschlüssel, Kosten, Bund. 1.468.820 ist 54,20%. Land 1.016.250 ist 37,50%. Interessent 224.930 ist 8,3%. In Summe 2.710.000 ist 100%. B. Die Freihaltung aller Flächen von einer weiteren Bebauung, die im gültigen Gefahrenzonenplan als rot-gelb schraffierte Funktionsbereiche ausgewiesen sind und im Wirkungsbereich der geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen liegen. Im Rahmen der Flächenwidmung sowie im örtlichen Entwicklungskonzept werden geeignete Festlegungen getroffen, um diese Flächen langfristig freizuhalten. Die Sicherstellung ist für mindestens 10 Jahre nach Baufertigstellung zu gewährleisten. Etwaige Ersatzansprüche aufgrund bereits bestehender Widmungen werden in der Maßnahmenfinanzierung nicht anerkannt. Der Bund behält sich vor, die Flächenfreihaltung zu überprüfen und dafür notwendige Unterlagen anzufordern. Bei Nichteinhaltung der Vereinbarung wird die Finanzierung von entsprechenden Instandhaltungsmaßnahmen ausgesetzt. Und c. die Finanzierung des Interessentenbeitrages der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen wie nachfolgend genehmigt werden. Interessentenbeitrag gesamt 450.000 Euro. Von der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen bereits aufgebrachter Interessentenbeitrag 56.000. BZ-Mittel außerhalb des Rahmens Land Kärnten, Landesrat Fellner 2025 100.000, 2026 100.000. Kärntner Regionalfonds Darlehen 194.000. Genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenprobe. Einstimmig angenommen, alle anwesend. Herzlichen Dank für die konstruktive Diskussion und für diese
Beschlüsse, die wirklich Generationenprojekte in unserer Gemeinde sind. Wir arbeiten an den Vorbereitungen der nächsten Sitzungen. Die Avis, Sie werden rechtzeitig ausgeschickt. Darf ich noch einmal alle erinnern, wir haben diese Woche eine Großveranstaltung, Käsefest Samstag und Sonntag. Es gibt ein paar Rahmenprogramme diesmal, auch am Freitag zum Beispiel ein Krimi-Dinner beim Erlenhof, am Samstag gibt es ein Klassikkonzert in der Säge, am Samstag gibt es die Boschi-Bar mit einer Käsedisco. Also es ist für alle Altersgruppen was dabei, bitte macht's Werbung, hoffen wir auf gutes Wetter und ich wünsche allen einen schönen Abend und eine gute Heimfahrt. Dankeschön. Schließe die Sitzung.